Einen wunderschönen guten Abend. Tut mir leid, dass wir 5 Minuten später angefangen haben. Wir haben jetzt noch ein bisschen mit der Technik gekämpft, aber jetzt geht's richtig zur Sache. Herzlich willkommen hier auch von der Fachhochschule Krems und vom Pflegeprofessionell zum Thema Intensivpflege 2021. War so ein bisschen Übertitel. Haben drei ganz tolle Personen im Gespräch, die ich dir noch gleich vorstellen darf. Mit einer haben wir noch kurz Kontaktprobleme, aber das wird unser toller Techniker, der Bernd, gleich noch über die Bühne ziehen. Dann sind auch alle da. Was ich Ihnen vorher zeigen möchte, warum wir das gemacht haben: Wir haben eine Intensiv-Sonderausgabe gemacht, eine ganz, ganz großartige mit ganz, ganz tollen Menschen über die unterschiedlichsten Intensivthemen. Und da kam auch die Idee zustande, dass wir einen Intensiv-Science-Talk generieren und machen, wie der ganze abläuft für alle Leute, die noch nicht bei einem Science-Talk von uns dabei waren. Es ist so, dass ich jetzt einmal ins Gespräch gehe mit den drei Expertinnen, großes Binnen-I, um dann Fragen zu stellen. Die werden wahrscheinlich eine Mischung sein aus provokant und professionell, weil wir natürlich ganz, ganz viele Fragen haben, gerade auf Intensivstationen und Covid oder auch Ausbildung oder was auch immer. Und im Rahmen dieser Zeit, wo wir diesen Talk machen, haben Sie die Möglichkeit, Fragen schriftlich einzuschicken. Und ich werde dann im zweiten Teil des Science Talks diese Fragen an die unterschiedlichen Personen hergeben, um dann sozusagen für Sie Antworten zu bekommen. Ich würde, bevor wir loslegen, noch bitten, dass ich die Herrschaften kurz selbst vorstellen und übergebe an die Frau Dax, dass sie sich mal kurz vorstellt. Ja, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Dax Andrea. Ich bin schon sehr lange in der Intensivpflege tätig, um genau zu sein, seit 1994, also es sind so 26 Jahre, wo ich auf verschiedenen Intensivstationen in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet habe. Und ja, danke für die Einladung. Ich glaube, das wird ein spannender Abend werden. Dankeschön. Michel, ich schiebe mal hinüber in Richtung Tirol. Ja, wunderschönen guten Abend an Sie alle da draußen. Herzlichen Dank, Markus, für die Einladung zu diesem Science Talk heute Abend. Ja, zu mir ganz kurz. Mein Name ist Urschitz Michael, bin seit 2013 diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und seit dieser Zeit schon im Intermediate Care und Intensive Care Bereich unterwegs. Habe die ersten paar Jahre auf einer Intermediate Care Unit verbracht. Hat dann in die letzten 3 Jahre auf einer großen, systematisierten Intensiv Station in einer großen Universitätsklinik und habe jetzt vor kurzem in einen Bereich, wo wir Intensivüberwachungspflege und die Anästhesiepflege sozusagen kombinieren, gewechselt. Ja, und bin eben seit meiner Diplomierung in diesen Bereichen unterwegs und kann da schon auf ein paar Jahre Erfahrung zurückschauen. Super, Dankeschön. Die Frau Universitätsprofessor Dr. Friesenecke kommt dann noch zu uns. Wir kämpfen noch eine Spur mit der Technik, kann aber nicht lange dauern. Ich mag sie aber nicht warten lassen. Wir fangen einfach mit den Fragen an. Ich beginne mal mit der Frau Dax. Frau Dax, Sie sind ja auf einer Covid-19-Intensivstation. Ja, genau. Wie ist jetzt im Moment wirklich die Lage? Weil man liest so unheimlich viel in den Medien. Ja, von überfüllt, nicht überfüllt, überfüllt, nicht überfüllt. Wie ist denn jetzt im Moment gerade die Situation auf der Intensivstation? Ja, also es ist ja so, dass wenn ich jetzt über meine Institution spreche, es immer noch zum Händeln war. Ich muss aber dazu sagen, dass eben wir ja, ich muss ein bisschen ausholen, wir sind ja, der Michi und ich, in einer Bundesarbeitsgemeinschaft für Anästhesie und Intensiv. Und dadurch sind wir sehr gut vernetzt in Österreich. Und ich denke, dass ich heute eher so als Privatperson bzw. als Mitglied dieser BAG spreche, weniger von meiner Institution. Es ist einfach, wenn man Österreich anschaut, Wien, Niederösterreich und Oberösterreich einfach viel mehr, die haben einfach viel mehr Patienten und Patientinnen, als wir eben abwärts, wir von Salzburg bis Tirol, ist es, glaube ich, noch besser handelbar. Die Situation jetzt aktuell ist so, dass wir Patienten haben. Einfach aber dazu zu sagen ist, wird es auch gut handeln, aber dazu zu sagen einfach ist, dass man bedenken muss, dass das Ganze schon seit März andauert und wir da nonstop im Thema drinnen sind. Und man merkt einfach von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass das schon an die Kräfte zehrt
und ich auch den Eindruck habe, dass einfach jetzt noch eine große Welle für uns wahnsinnig schwer zu bewältigen ist. Es war jetzt im November, Dezember so, dass wir da ziemlich viele Patienten auch im Salzburger Raum gehabt haben und wir schon sehr fertig waren. Also wir waren eigentlich alle urlaubsreif, kann man sagen. Jetzt in der dritten Welle ist uns in Salzburg einigermaßen besser gegangen, als wir, glaube ich, im Osten von Österreich. Wie war so der Unterschied zwischen diesen Wellen, zwischen der ersten Welle, zweiter Welle, dritter Welle? Hat man da einen Unterschied gespürt auf den Intensivstationen? War das von der Intensität her unterschiedlich? Also es ist eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, für mich, also ich bin auch in der Praxisanleitung tätig und insofern hat sich es verändert, weil wir in der ersten Welle mal sehr, sehr viel zu tun gehabt haben, um Leute zu rekrutieren, dass wir Leute von der Anästhesie auch schulen, dass sie fit werden am Bett. Das hat sich dann ist sehr aufwendig gezeigt. Das hat uns wahnsinnig viel Energie gekostet. Da war die erste Welle eigentlich so überschattet von dem, nicht zu wissen, wie verläuft Covid-19. Wir haben uns nach den Leitlinien möglichst gerichtet, die ja von AWMF oder von der ÖGARI vorgegeben werden. Und in der zweiten Welle, dann im Herbst, war es natürlich so, dass wir viel mehr gewusst haben, was uns erwartet. Wir sind, glaube ich, dann sag ich mal, professioneller die ganze Sache angegangen, waren einfach auch schon strukturierter, haben einfach gewusst, was uns erwartet. Und die zweite Welle ist dann insofern auch heftiger geworden. Und Gott sei Dank war die erste Welle für uns nicht so heftig, weil wir durch das Know-how, was wir von der ersten Welle bekommen haben, dann einfach auch viel besser bewältigen haben können, die zweite Welle. Jetzt mittlerweile haben sie ja die Leitlinien, vielleicht kommen wir auf das dann eh noch zu sprechen, ja angepasst. Die sind ja von der ersten Welle, also vom März bis jetzt, haben sie die jetzt dreimal verändert, die von der AWMF vorgegeben werden oder auch die dann ÖGARI übernimmt und aktualisiert oder anpasst für Österreich. Dem sind wir dann nur durch nachgegangen und es hat sich insofern auch die Arbeit dann total verändert, weil man verschiedene Punkte dann anders gemacht hat. Man hat zum Beispiel viel später intubiert. Wir haben in der ersten Welle ja auf Nasenheilflow und nicht invasive Ventilation eher geschaut, dass wir verzichten, haben dann eher am Ende der Welle das dann verwendet, weil wir einfach auch Angst gehabt haben vor dieser Aerosolbildung von der Ansteckung her. Und das hat sich natürlich sehr verändert, weil wir jetzt sehr, sehr spät eigentlich intubieren. Wir versuchen lange mit Nasenheilflow und NIF-Therapie die Patienten wach zu halten, dass sie aktiv mitarbeiten können, indem sie uns auch helfen oder sich selber in die Lagerung zu bringen und versuchen so spät wie möglich dann die Leute auch, die Patientinnen und Patienten auch zu intubieren. Das hat sich deutlich verändert und ich habe schon das Gefühl, dass wir sicherer werden in dem, was wir tun, weil wir einfach auch schon Erfolge verzeichnen können durch diese Lagerung. Ja, und das kommt mir vor, wird jetzt einigermaßen besser. Okay, das sind auf jeden Fall einige Punkte drinnen, auf die ich nachher noch mit Ihnen genauer drauf eingehen möchte. Ich gebe es einmal kurz zum Michael rüber. Michael sitzt ja mitten in Tirol. Das war jetzt gerade in Covid-Geschichten eher ein Herd, sage ich jetzt einmal, oder medial zumindest ein Herd. Wie ist es denn wirklich in Tirol? Wie war es denn von Anfang an wirklich jetzt auf den Tiroler Stationen? Weil man hat immer nur sehr, sehr viel um Ischgl und Co. gelesen. Und wie viel ist davon wahr und was ist wirklich bei euch abgegangen? Da möchte ich gleich vorweg erwähnen, dass ich auf meiner Abteilung, in der ich gearbeitet habe, wir sicher nicht die erste Abteilung waren, die mit dieser Welle konfrontiert waren und dass da sehr, sehr viele andere Kolleginnen und Kollegen mehr Expertise oder auch mehr Erfahrung haben mit diesen Patientinnen und Patienten. Ich glaube, dass in Summe das initiale Problem war, mit dem wir, und das möchte ich ja nicht nur auf Tirol regional beschränken, sondern in ganz Österreich, wir haben ja alle miteinander nicht gewusst, auf was passiert da jetzt mit uns. Ja, es ist
die ersten Meldungen aus Wuhan und dann ist die geografische Lage von Tirol mit der Nähe zu Italien, Südtirol, die ersten Bilder aus Bergamo haben uns erreicht. Bekannte und Kolleginnen und Kollegen aus den Spitälern in Italien haben uns berichtet, was ist da los, und dann sind natürlich verstärkt durch die mediale Präsenz dieses Themas in Bezugnahme auch mit diesen, wir haben ja alle diese LKW-Ladungen voller verstorbener Patientinnen und Patientinnen gesehen, und dann ist natürlich dieses Ischgl als Superspreader für Europa dazugekommen. Das Land Tirol hat dann in der weiteren Verlauf der Pandemie diese Causa ja ganz im Detail aufgearbeitet, und ich glaube, dass das auch gut funktioniert hat. Was war in der Klinik dann los? Es ist natürlich ja für uns alle eine besondere Situation gewesen. Wir haben, was ist Corona, auf was bereiten wir uns jetzt vor? Und die ersten Patientinnen und Patienten sind dann aufgenommen worden an diesen Abteilungen, die für schwere Infektionskrankheiten auch ausgerüstet sind, funktionell wie auch mit dem Personal, und haben dann die ersten Fälle an den Intensivabteilungen abgearbeitet. Und da schließe ich mich dann an das, was die Kollegin Dax auch schon gesagt hat, aber dadurch wir ja dann auch da anfänglich nicht gewusst haben, was macht man da jetzt, war das auch so ein bisschen Try and Error. Und die erste Welle ist ja dann im Vergleich zur zweiten und zur dritten Welle, in der dritten Welle, und das haben wir ja auch alle gesehen, hat es mir den Osten von Österreich erwischt, und in der zweiten Welle tatsächlich dann auch, sind wir auch in Tirol mehr gefordert worden, was das betrifft, das Krankenhaus Zams vor allem auch, oder eben auch in den verschiedenen Bezirksspitälern, aber die Intensivstationen waren voll, und es war vor allem auch in der zweiten Welle sicher so, dass es nicht mehr oder wir fast an die Belastungsgrenzen an allen Abteilungen gestoßen sind, und zumal auch das muss man immer wieder sagen, auch die Kolleginnen und Kollegen, die vor allem hauptsächlich mit der Betreuung von Covid-Intensivpatientinnen und Patienten betraut sind, machen das jetzt schon seit über einem Jahr, und dann ist natürlich vor allem jetzt dann, wie die Zahlen im Frühjahr des Jahres 2021 wieder gestiegen sind, waren natürlich die Sorgen waren groß, dass uns es wieder so erwischt oder wir vielleicht die dritte Welle dieses Mal gar nicht in gemeinsamer Anstrengung überstehen. Genau. Jetzt vor lauter Technik-Ding bin ich selber aus dem Konzept gekommen. Danke, lieber Bernd, dass du es geschafft hast. Danke, Frau Dr. Friesenecker, dass Sie Geduld gehabt haben. Jetzt endlich live zu uns geschalten, Frau Dr. Friesenecker. Ja, guten Abend. Darf ich Sie ganz kurz bitten, dass Sie sich den Zuhörenden ganz kurz vorstellen, weil Sie haben eigentlich ganz, ganz viele Funktionen in Wirklichkeit. Ja, das ist nett, danke schön. Ja, also ich bin in meiner Ausbildung Anästhesistin und mache seit 20 Jahren Intensivmedizin an der Universitätsklinik in Innsbruck. Bin Oberärztin auf der allgemeinchirurgischen Intensivstation dort und betreue im Dienst auch die traumatologische Intensivstation mit. Gleichzeitig bin ich seit 10 Jahren Mitglied und seit 4 Jahren Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Ethik der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesie, Reanimation und Intensivmedizin. Das ist unsere Fachgesellschaft. Und beschäftige mich eigentlich über die Zeit, da jetzt Intensivmedizin macht, zunehmend mehr damit, dass wir Übertherapie machen, dass wir im Endeffekt das gute Sterben im Krankenhaus verhindern durch massiv viel Technik, die wir anwenden, weil sie technisch möglich ist. Und aber den Patienten unter Umständen nicht sehr viel nützt mehr und wir es trotzdem machen, weil diese Entscheidungen schwierig sind. Also über diesen Themenkomplex bin ich zur Ethik gekommen und wir haben über die ÖGARI in der Zeit jetzt von Corona eigentlich uns bemüht, die Triage-Situation ethisch etwas abzudecken, weil meine Kollegen in Innsbruck, es war ja in der ersten Welle von Südtirol her die Idee, dass unter Umständen wir sehr viele kranke Menschen auf einmal bekommen würden und unsere Kapazitätsgrenzen auf den Intensivstationen erreicht würden. Und deswegen haben wir uns über die AG-Ethik bemüht und das war eine komplexe Aufgabe, ein Allokationspapier zu schreiben, was wir tun unter Ressourcenknappheit in der Medizin, dazu eine SOP zu machen
für die Triage und auch eine Checkliste für die Triage. Das haben wir auch über die AG Ethik und über den klinischen Ethikkreis in Innsbruck, über den das zunächst mit entstanden ist, auch haben wir das geschafft. Also das ist so das Themengebiet, mit dem ich mich intensiv beschäftige. Es geht um das gute Leben am Ende des Lebens, ums Sterben in Würde, um das Erwachsenenschutzgesetz, Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und so. Das ist das, was ich eigentlich so jetzt in der letzten Zeit intensiv mache. Bevor ich Sie jetzt so ein, zwei Sachen über die Intensivstationen und über Covid befrage, nur so aus purer Neugier, also von mir als Pflegeperson, Sie sind auf der einen Seite Intensivmedizinerin und Anästhesistin, auf der anderen Seite im Palliativbereich. Das spießt sich doch eigentlich so ein bisschen vor den Ideologien her, oder wie bringen Sie das unter einem Hut? Das ist ja, glaube ich, gar nicht so einfach. Das spießt doch überhaupt nicht, weil ich habe zuerst auch immer gedacht, das würde sich spießen, und bin aber dann im Laufe meiner Tätigkeit auf der Intensivstation immer mehr auf diesen Gedanken gekommen, dass Palliativmedizin auch etwas ist, was man in die Intensivmedizin integrieren muss. Auch bei uns darf man Therapiezieländerungen machen. Patientinnen dürfen auch auf einer Intensivstation in Würde sterben. Man muss das Leben nicht sinnlos verlängern, wenn der Patientin keinen Nutzen von dieser Therapie hat. Man darf Richtung Palliativmedizin gehen, man darf alles, was auf der Intensivstation an Technik läuft, bis hin zur Herz-Lungen-Maschine, die Beatmung, die Nierenwäschegeräte, Antibiotika, Gerinnungsmedikamente, was auch immer einem einfällt, alle diese Dinge darf man nicht beginnen oder sie wieder wegnehmen, wenn man sie begonnen hat und feststellt, es bringt doch nicht den Nutzen, den man sich erwartet hat. Das heißt, diese palliativmedizinische Idee, Sterben zuzulassen und dem Patienten ein Sterben in Würde unter guter Symptomkontrolle, sprich ohne Angst, ohne Stress, ohne Schmerzen, ohne Atemnot und nicht alleine, das sind so diese 5 Kardinalsymptome in der letzten Phase des Lebens, vor dem auch die meisten Menschen am meisten Angst haben. Also wenn man das schafft, das auch auf einer Intensivstation zu integrieren, dann beißt sich Palliativmedizin mit Intensivmedizin überhaupt nicht. Und das ist eigentlich ein Teil auch dessen, was wir auf der Intensivstation tun, muss diesen Bereich mit abdecken. Und die schwierigste Entscheidung ist immer, den Punkt zu finden, an dem man umdreht. Aus diesem Heilungsweg weg, Therapiezieländerung, Palliativmedizin, Sterben zulassen. Das ist für einen Intensivmediziner schwierig. Und in dem Bereich, das ist das, was man am meisten auch beschäftigt, wie findet man diesen Punkt und wie bekommt man die Leute dazu, dass sie nicht so Angst haben vor der Entscheidung. Die Angst ist dann zum Teil auch eine Angst vor dem Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung bis hin zur fahrlässigen Tötung, wenn man etwas nicht macht und Angehörige kommen und sagen, der Opa hätte aber im Endeffekt noch leben können, wenn sie das getan hätten. Also so, wir sind in diesem Argumentationskreis drinnen, man muss auch in Ethik gut auskennen, in den rechtlichen Dingen, die wichtig sind für uns, muss man es auch gut auskennen, dass man gute Entscheidungen trifft. Und da ist Intensivmedizin sehr gut ergänzt durch die Palliativmedizin. Also das widerspricht sich gar nicht. Sehr spannend. Na, ich denke mal, dass auch dieser eben, wie du schon gesagt hast, es gibt ja auch genügend Intensivmediziner, die dann bei diesem Punkt, wenn man angekommen ist, so ein bisschen die Problematik hat, dann loszulassen, weil man sich natürlich als Mediziner, die mal den Kodex verschrieben hat, Leben zu retten, dann es oft für einen Intensivmediziner nicht so einfach ist, dann zu sagen, okay, ich lasse jetzt gehen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ist genau der Punkt, das Problem. Der Punkt und das Problem. Wir alle lernen in unserer Ausbildung und ich denke auch in der Pflegeausbildung, was auch so in den Diskussionen in den Diensten und mit meinen Leuten so mitkriege, ist es so ein bisschen ein Punkt, dass wir dieses Tun lernen in unserer Ausbildung, egal in welcher von beiden. Wir lernen reanimieren, wir haben BLS-Kurse, ALS-Kurse, wir machen alles, was bis hin zum Einbau der Herz-Lungen-Maschine so als maximal gerätetechnische Variante, sage ich jetzt mal als Beispiel, dafür. Also wir lernen immer dieses Weitermachen und wir haben mit dieser technischen Entwicklung, die Medizin über die letzten 100 Jahre ist ja ein enormer Fortschritt und viele Menschen können durch diesen Fortschritt weiterleben, die früher einfach alle gestorben wären. Also es ist ein großes Gutes dabei. Aber was wir total vergessen haben, ist die Ethik mit hochzufahren in der Überlegung, wem das nicht nützt und was wir tun, wenn das jemand haben könnte, es ihm aber nicht mehr nützt. Und die Entscheidungen, dass der Sinn einer Behandlung über den Nutzen für den Patienten definiert ist, dass uns zum Beispiel niemand vorschreibt zu heilen, auch das Ärztegesetz nicht. Das Ärztegesetz hat in seiner Formulierung drinnen, dass Ärztin verpflichtet ist nach Wissenschaft und Erfahrung. Also ich muss die Sachen gelernt haben, das ist bei euch in der Pflege nichts anderes. Also ich muss meine ganzen Basics kennen, ich muss die Leitlinien kennen, ich muss alle die Dinge gelernt haben.
Und dann darf auch meine Erfahrung mit einbringen. Auch in einer Zeit der evidenzbasierten Medizin ist es erlaubt, die Erfahrung mit einzubringen, zu sagen, ich habe das Gefühl, dass das nicht gut werden kann. Medizin ist keine harte Wissenschaft, sondern eine Kunstform. Die ärztliche Heilkunst und auch die pflegerische Heilkunst ist etwas, was wir einbringen dürfen in die Entscheidung. Und was das Gesetz dann sagt, ist nicht, Ärztin muss Leben retten, Ärztin muss reanimieren, Ärztin muss heilen. Das steht nirgendwo im Gesetz, nicht mal im Gesetz steht es drinnen. Im Gesetz steht, Ärztin ist verpflichtet, nach Maßgabe der Wissenschaft und Erfahrung zum Wohle der Kranken und zum Erhalt der Gesundheit zu agieren. Das Gesetz ist seit 1949 nicht mehr geändert worden. Gott sei Dank, das hat ganz ein gescheiter Jurist geschrieben, der uns keine blödsinnigen Vorschriften macht, sondern der uns zum Wohl der Kranken handeln lässt. Und das Wohl der Kranken kann auch sein, Sterben zuzulassen, wenn technisch mögliche Therapien keinen Nutzen mehr bringen. Und dieser Gedanke, diesen Gedanken, das muss man wissen, das wissen die meisten von uns nicht, würde ich mal so sagen, weil wir das auch nirgendwo lernen. Und dann braucht es auch einige ethische Ideen dazu, die man auch können und kennen muss. Das Zwei-Säulen-Modell, dass man sagt, es gibt die Autonomie des Patienten und es gibt die Indikation durch den Arzt. Nur wenn beide das Gleiche wollen, gibt es Behandlung. Wenn der Patient eine Behandlung nicht wünscht, dann kann er grundlos sagen, ich möchte das nicht. Und auch wenn es eine Indikation gibt, gibt es die Behandlung nicht. Wenn der Patient etwas wünscht, wofür es keine Indikation gibt, dann gibt es auch keine Behandlung. Wenn Ärztin sagt, das könnte man zwar technisch machen, aber es wird Ihnen nichts mehr nützen. Auch dann gibt es diese Behandlung nicht. Und das Georgetown-Mantra, in dem definiert ist, dass man sagt, wir handeln, um die Autonomie des Patienten zu achten, um dem Patienten wohl zu tun, um ihm nicht zu schaden und das Gerechtigkeitsprinzip beachtend. Das sind die vier Punkte, nach denen wir unsere Entscheidungen treffen müssen. Und da gibt es einige andere Dinge noch, die wir dann, wenn Sie wollen, näher ausführen können, die ganz wichtig sind, die man verstanden haben muss, dass man auch auf einer Intensivmedizin, auf einer Intensivstation gute medizinische Entscheidungen trifft und auf der Intensivstation Richtung Palliativmedizin umstellt, wenn der Patient keinen Nutzen mehr von dem hat, was wir technisch machen könnten. Also es ist ganz wichtig, dass man da so ein paar Dinge weiß, die man eigentlich so nicht lernt. Und dann tut man es auch mit den Entscheidungen leichter. Ich glaube, ich werde mit Ihnen nochmal einen eigenen Palliativ-Science-Talk machen müssen zum Thema Intensivstation und Palliativ-Talk. Unheimlich spannend natürlich. Behalte ich gleich im Kopf und werden wir gleich mit. Gerne. Sehr gut. Jetzt noch eine Frage für Sie, jetzt, um wieder den Schwung mal kurz zu der Covid-Situation zu machen und dann frage ich dann, gehe ich dann über zu Frau Dax. Aber zuerst an Sie, Frau Dr. Friesenegg. Ich tue mir ein bisschen schwer mit diesen Intensivbettenzahlen, die da jeden Tag in der Kronenzeitung propagiert werden, weil es stehen dann 500 Betten sind belegt. Wir hätten eigentlich noch 800 frei. Einen Artikel daneben steht, die Intensivstationen sind überfüllt und somit kennt sich der Otto-Normalverbraucher überhaupt nicht mehr aus. Was sind wir jetzt, überfüllt oder haben wir noch 300 Betten frei? Können Sie das irgendwie erklären? Ja, das ist die beste Frage überhaupt, weil das ist mir völlig unverständlich, wie man so bescheuert Zahlen berichten kann. Was, glaube ich, bei diesen Zahlen passiert ist, dass sich die Leute angeschaut haben, die diese Zahlen erheben, wie viele Covid-Patienten in diesen Betten liegen. Und dann haben sie berichtet, es liegen so und so viele Covid-Patienten, so viele Intensivbetten sind mit den Covid-Patienten belegt und habe dann gedacht, dass alle anderen Betten frei sein müssen. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Wenn wir unsere Intensivstationen anschauen, dann haben wir durchschnittliche Auslastung über 90% auf den Intensivstationen, was prinzipiell schon mal einfach eigentlich für eine Intensivstation zu viel ist, weil das Personal darunter leidet, wenn man ständig über das ganze Jahr verteilt so hohe Auslastung fährt. Das ist mal der eine Punkt. Also wir haben immer diese hohen Auslastungen und die Zahlen, die berichtet worden sind, waren völlig verwirrend, weil sie eigentlich nur die Covid-Betten berichtet haben, aber die anderen Betten, die durch andere Patienten belegt waren, nicht berichtet haben in gleicher Weise. Und es ist auch in den Bundesländern nicht ordentlich abgestimmt gewesen, sodass diese Zahlen waren, die waren eigentlich niemandem, auch uns. Und es gibt vom Professor Markstaller, der ÖGARI-Präsident ist, der hat eine sehr gute Sendung zu diesem Thema auch mitgestaltet. Und der hat sich auch darüber mokiert, dass man die Zahlen in einer Form berichtet,
dass sie nicht nachvollziehbar sind. Es war einfach falsch zu sagen, die Betten sind alle frei, weil in den Betten liegt ja jemand. Und wir haben ja die Situation gehabt, dass wir aufgrund der Tatsache, dass so viele Covid-Patienten gekommen sind, planbare Operationen verschieben mussten, dass wir Dinge im Endeffekt nicht mehr machen konnten im Sommer, dann alles aufarbeiten mussten, auch im Herbst in der zweiten Welle wieder die Situation gehabt haben, dass wir Plan-OPs zurückfahren mussten, weil die Covid-Situation, die Intensivstationen aufgeführt haben. Wir haben in Innsbruck insgesamt 4 Intensivstationen hochgefahren mit Covid-Patienten, die sonst solche Arten von Patienten, so schwerkranke Patienten, nicht behandeln. Also das war völlig falsch berichtet. Dankeschön. Endlich einmal Klartext, hat auch ein Kollege gerade in den Chat geschrieben. Herzlichen Dank für diese klaren Aussagen. Ich gehe mal zu Frau Dax. Liebe Frau Dax, ich mache das weiterhin provokativ. Ja, im Sommer hat man ja dann darüber diskutiert, warum es noch kein Pflegepersonal. Man hätte ja den Sommer nutzen können, auf die Schnelle mal Pflegepersonen sozusagen aus dem Ärmel zu schütteln. Sie haben auch gesagt, Sie sind in der Ausbildung. Was ist da schiefgelaufen? Warum haben wir jetzt nicht 1000 Intensivpfleger im Sommer aus dem Ärmel geschüttelt? Ja, die Frage ist eigentlich sehr leicht zu beantworten, muss ich sagen, weil wenn man weiß, was ein Intensivpfleger macht, dann kann man sich vorstellen, dass das nicht so einfach ist, in kürzester Zeit Pflegepersonal so weit zu bekommen, dass beim Intensivpatienten und so wie die Frau Friesenecker-Barbara das gerade geschildert hat, das sind sehr schwerkranke Patienten. Das sind Patienten der Kategorie 3, das heißt die invasivsten Patienten, dass man da nicht Personal einfach so schnell in der Kürze schulen kann, dass die da fit am Bett sind, ist für jeden, der in der Praxis tätig ist, klar. Man hat schon versucht, im Sommer Personal so weit zu bekommen, dass sie als Hilfspersonal agieren können. Man hat ja teilweise auch auf die Anästhesie zurückgegriffen, die ja auch einen ganz anderen Tätigkeitsbereich haben. Der überschneidet sich natürlich in manchen Dingen, gerade was Beatmung und so weiter anbelangt. Aber es ist trotzdem ein ganz anderes Metier. Das andere Problem war auch noch, dass natürlich ganz viele Altlasten gegeben hat. Es hat ganz viele Patientinnen und Patienten gegeben, die ja auf Operationen gewartet haben. Wir haben ja viele Sachen, haben nur aufgearbeitet werden müssen. Jetzt ist im Sommer nicht die Zeit gewesen, dass wir uns zurückgelehnt haben und gesagt, jetzt machen wir mal in Ruhe Schulungen, sondern die sind ja dann nebenbei gelaufen, weil der Sommer natürlich extrem anstrengend war, dass man dann alles, was sonst noch anliegt, dass wir das abarbeiten. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Okay, das provoziere ich natürlich ein bisschen weiter und es ist bitte nicht meine Meinung, bevor mich jetzt dann jemand steinigt nach diesem Chat, weil er im Video ist oder so. So, jetzt könnte man ja die normalen, also ich sage das bewusst provokativ, bitte, jetzt könnte man die normalen diplomierten Pflegepersonen aus den internen raufholen. Sie können noch sehr ein bisschen Körperpflege waschen, dann sind sie auch entlastet und sie können sich um die Beatmungsmaschinen kümmern. Hätte auch funktioniert, zumindest laut einiger Gerüchte. Wäre das jetzt eine Entlastung gewesen oder ist das so ein bisschen eine Illusion? Das ist eine totale Illusion. Man muss sich das so vorstellen, vielleicht skizziere ich das ganz kurz. Man muss sich einschleusen, das heißt, man muss ja diese hygienischen Maßnahmen einhalten. Das heißt, man hat sie im Fernsehen auch gesehen, man muss sie einkleiden, geht dann zum Patienten rein. Man schaut dann natürlich, dass andere Pflegepersonen draußen bleiben, die dann auch Dinge bringen müssen oder andere organisatorischen Sachen machen müssen. Und man kann natürlich auch nicht 12 Stunden eingeschleust bleiben. Das heißt, man hat sich natürlich abgewechselt im Einschleusen, weil das schon sehr, sehr anstrengend ist. Und wir haben dann auch geschaut, dass wir natürlich dann das Team so gestalten, dass Erfahrene drin sind und Nicht-Erfahrene drin sind. Und man hat natürlich auch für den Kollegen, der jetzt noch nicht sehr versiert war, mitschauen müssen bei den Patienten. Also es war, glaube ich, gerade für erfahrenes Personal schon sehr anstrengend. Also das kann ich nur von meiner Erfahrung her so schildern. Und auch für die war das extrem anstrengend, für die Jungen oder für die nicht so Erfahrenen, weil die natürlich in kürzester Zeit recht top werden haben müssen. Und man kann sich vielleicht vorstellen, eine normale Intensivpflegeperson, wenn sie auf einer Intensivstation anfängt, hat sie so im Schnitt, ist das in Österreich, glaube ich, 3 Monate. Es gibt schon Stationen, glaube ich, die ein bisschen weniger Einarbeitungszeit haben. Und in diesen 3 Monaten wird wirklich 3 Monate lang gebüffelt, also Theorie, aber auch in der Praxis, damit man eben diese Handlungskompetenz überhaupt bekommt, um einen Intensivpatienten betreuen zu können.
Nach diesen 3 Monaten der Einarbeitung ist es dann so, dass man dann immer schaut, dass Erfahrene daneben ist, dass die immer wen zum Fragen haben, weil es dauert circa ein Jahr, dass man sagen kann, man ist jetzt einmal stressfrei, wenn man in die Arbeit geht. So wird es zumindest aus meiner Erfahrung her berichtet von den Jungen, die anfangen, ich mache jetzt doch die Praxisanleitung eigentlich schon seit über 20 Jahren und bin doch sehr konfrontiert mit all den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und es macht da keinen Unterschied, auf welcher Intensivstation das war. Ich bin jetzt auf 4 verschiedenen Intensivstationen gewesen in meiner Praxis und da habe ich das eigentlich immer gleich erlebt. Also das ist wahnsinniger Stress am Anfang und dann kann man sich vielleicht ungefähr vorstellen, dass es nicht funktioniert, dass man vielleicht einen Diplomierten von der Interne, der ja auch seine Expertise in einem ganz anderen Bereich hat, dass man dann für unsere Intensivpflegeexpertise so in kurzer Zeit fit bringt. Also, und es hängt ja nicht mit dem zusammen, dass man jetzt sagt, es geht ja nicht um einen Patienten waschen oder Da sind ja ganz viele andere Dinge, die man da beherrschen muss, wenn der an der Beatmung ist oder an der Nierenersatztherapie oder wenn der Bauch gelagert werden muss. Das sind so spezielle Dinge, die kann man einfach nicht in dieser kurzen Zeit erlernen. Darf man vielleicht dazu sagen, es ist schon allein das Drehen eines Intensivpatienten, kommt mir immer vor, wenn ich als Zuschauer, ihr habt manchmal die Patienten, die wiegen 120 Kilo und dann stehen 3 so Mädels in deiner Größenordnung am Bett und müssen so einen Patienten mit all seinen Schläuchen und Kabeln so drehen, dass da nichts rausrutscht, dass es dem Patienten nicht wehtut. Also sind so die, sagen wir, die leichten Jobs schon schwer genug und riskant genug, dass man den Patienten, wenn man einen Tubus rausreißt, kann der Patient sterben. Wenn man die Leitungen rausreißt über die Katecholamine laufen, kann ein Patient sterben. Wenn wir die Herz-Lunge-Maschine-Schläuche falsch lagern, beim Bauch lagern, ist der Patient tot binnen 2 Minuten und da kann man dann nichts mehr machen. Also es ist hochqualifizierte Arbeit, auch in den an sich einfachen Tätigkeiten, würde ich sagen. Und es ist völlig absurd zu glauben, das wäre, wie wenn er sagt, dann bilden wir halt jetzt schnell 100 Mediziner aus und lassen die in einem halben Jahr Medizin studieren und dann stellen wir sie auf die Intensivstation und Patienten behandeln. Das geht auch nicht. Genau, Barbara, gebe dir vollkommen recht. Du hast es ja selber gesehen. Eben, es belangt, man muss diese Technik einfach lernen. Ja. Und es dauert einfach eine Zeit lang, bis dass man die hat und da, dass man dann das in Ruhe machen kann und so, dass der Patient da sicher dann am Bauch liegt, eben so wie du das schilderst. Ja. Okay. Dann würde ich auch gleich auf diese, bei der Frau Dax noch auf die Leitlinien eingehen, die Sie vorher gesagt haben. Mhm. Es gab am Anfang Leitlinien, die haben sich jetzt über das Jahr verändert. Was hat sich denn bei diesen Leitlinien wirklich verändert? Verschiedene Dinge. Also erstens einmal das von der Beatmung her. Man hat einfach am Anfang noch nicht so wahrgenommen, dass eben dieser Driving Pressure, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob das für jeden ein Begriff ist, einfach diese Drücke, die man bei der Beatmung auslöst, wenn die dann zwischen dem unteren und oberen Druck sehr hoch sind, dass die Lunge zusätzlich eben wahnsinnig geschädigt wird. Das ist jetzt nicht nur bei Covid-19 so, das ist auch bei allen anderen Patienten mit AEDS so. Und man hat einfach da schon dazugelernt, einfach wie man die wirklich richtig beatmet. Und ganz am Anfang war es einfach so, wie ich vorhin geschildert habe, dass man möglichst schnell intubiert. Das heißt, in der ersten Leitlinie, kann ich mich erinnern, war noch von einem Oxygenierungsindex, einem sogenannten Horowitz, die Rede von 200. Das heißt, das sind eigentlich nur Patienten, die wir jetzt gar nicht intubieren, sondern wir lassen die jetzt sogar bis 100 Horowitz runter. Das heißt, wir tun sie jetzt im Gegensatz zu März viel, viel länger an den Atemtherapienmöglichkeiten, also wir führen diese Therapien eher durch. Der Unterschied ist einfach auch, dass man sich sehr unsicher am Anfang noch war, einfach von der ganzen Infektion her fürs Personal. Man hat auch Angst gehabt, dass man zu wenig FFP2 und FFP3-Masken hat. Das hat sich natürlich jetzt auch verändert. Wir haben jetzt genügend Material zur Verfügung. Und und eben diese Dinge haben sich einfach verändert. Wir geben eben jetzt die Patienten, die eben an Nief und Nasenheilfluss sind, ganz bewusst in die Lagerung. Also man muss sehr dahinter sein, dass die Lunge ständig in eine andere Position gebracht wird. Man muss sehr viel mit dem Patienten
arbeiten. Das heißt, man muss sie sehr gut psychologisch begleiten. Das ist jetzt sehr, sehr mehr Aufwand, weil man kann sich ja vorstellen, im März war es so, dass sie relativ schnell intubiert worden sind und dann doch in einen Tiefschlaf waren. Jetzt ist es so, dass die angstbehafteten Patienten, die mit Atemnot vor dir liegen, einfach völlig auf deine Hilfe angewiesen sind und wir sie sehr mit unseren Gesprächen, mit unserer Empathie da begleiten müssen. Mikro, Markus? Wenn man 5 Sachen gleichzeitig macht, vergisst man dann immer am Schluss das Mikro einzuschalten. Das ist total spannend. Ich gehe mal kurz zum Herrn Urschitz wieder. Ja. Bleibe jetzt noch mal kurz in dieser Art und Weise, werde aber dann natürlich meine Fragen natürlich wieder verändern. Ich möchte nur diese ganzen Provokationsfragen, die wir in den sozialen Medien jetzt gehabt haben oder in den Zeitungen gehabt haben, hier mal abarbeiten, um mal Klartext in einem Video zu haben oder in einer Diskussionsrunde zu haben und sich dann auch den normalen Sachen zu widmen. Ich möchte auch noch den ganzen Herrschaften sagen, es gibt Unmengen an Fragen, die gerade im Chat bei mir einlaufen. Die starte ich in der zweiten Runde und es kommt ja jede Frage dran, bitte, ich werde sie auch nicht vergessen. Michael, das war ja dann auch die Diskussion, diese großartige, wir haben zu wenig Intensivbetten, wir haben zu viele Intensivbetten in Österreich. Haben wir jetzt zu wenig Intensivbetten, haben wir jetzt zu viele Intensivbetten? Ich meine, wie siehst du das jetzt? Also, eine sehr gute Frage. Ich möchte gleich vorwegschicken, ich bin kein Statistiker und ich habe mit der Verteilung von Intensivbetten im deutschsprachigen Raum bin ich nicht sehr bewandert. Fakt ist, und ich glaube, da wird mir auch die Frau Professor Friesenecker und die Andrea zustimmen, wir reden im Normalbetrieb bei den Intensivauslastungen zwischen 80% und 90%, je nach Fachgebiet. Und was ist zu wenig und was ist zu viel, wer definiert das? Gell? Es gibt natürlich auch in unseren Bereichen, wie in sehr vielen anderen Bereichen, in einem Krankenhausbetrieb auch Tage, wo einmal nicht so viel los ist. Und bei Gott, das ist auch allen Kolleginnen und Kollegen vergönnt. Aber dann gibt es natürlich auch die Tage, und das ist auch wieder ein Thema, was auch vielleicht für die Frau Professor Friesenecker interessant ist, wenn es um Triage geht. Gell? Also es ist auch in Covid-Zeiten war das ja auch einmal ein Thema, was machen wir jetzt, wenn wir keine Betten mehr haben. Und man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass wir einfach so einen Patienten, der zum Beispiel frisch nach einer großen Herzoperation einfach intensivmedizinische und intensivpflegerische Betreuung danach braucht, dass man den einfach zusammenpackt und auf andere Abteilungen schiebt und dort einfach fertig nachbehandelt. Das ist ja nicht der Fall. Und was dann zu den Intensivbetten dazukommt, ist natürlich, es ist ja ein normales Leben, ich setze es jetzt ein bisschen unter Anführungszeichen, weil wir ja alle mit Lockdown und Einschränkungen zu tun haben, aber es passiert ja nebenbei ein normales Leben auch noch und ein Herzinfarkt, einen schweren Verkehrsunfall oder auch Arbeitsunfälle kann ich ja nicht planen und die gehen dann über diverseste Schockräume oder Notfallversorgung auch in den OP oder direkt auf die Intensivabteilungen und müssen dort auch versorgt werden. Und dort zu behaupten, wir haben zu wenig oder zu viel, ist natürlich schwierig. Aber in einem normalen Jahr oder in einem normalen Arbeitsalltag haben wir einen guten Puffer, um solche außertürlichen Ereignisse abzufedern. Aber solche außertürlichen Ereignisse kann ich nicht mehr abfedern, wenn ich zum Beispiel in einem großen Zentralkrankenhaus Abteilungen mit, ich sage jetzt eine Hausnummer, 10, 15 Betten umfunktioniere und die nur mehr mit der Betreuung von einem Krankheitsbild abstelle und die Patientinnen und Patienten, die dann eigentlich an der einen Abteilung versorgt werden würden in einem Normalbetrieb, die sind ja dann trotzdem noch da und die muss ich dann woanders versorgen. Das heißt, ich nehme die Kapazitäten von der einen Seite weg und schiebe sie auf andere Kapazitäten und wir haben das ja nur deswegen handeln können, weil Elektivprogramme im OP-Bereich einfach nach hinten verschoben sind, nur mehr Notfälle operiert worden sind und so weiter. Ansonsten kann ich diesen Prozentsatz, der nicht planbar ist, nicht mehr abfedern und dann komme ich natürlich in ein Versorgungsproblem. Aber da kann vielleicht auch die Frau Professor Friesenecker noch ergänzen. Also ich denke, da wird er da komplett zustimmen. Du hast es eh gut geschildert. Das Problem ist, wir haben üblicherweise haben wir so eine Kapazität von 10 bis 15%
freie Betten. Wir schauen bei uns auf der Station, wenn wir in so ein Wochenende gehen, dass wir ein bis zwei Betten mal am Abend zur Verfügung haben, die sich immer übers Wochenende füllen, damit wir aufnehmen können. Wir müssen auch bei uns manchmal Patientinnen, die jetzt vielleicht nach ganz mehr Klasse 3 Intensivmedizin brauchen, auf die Aufwacht schieben und dafür einen anderen rübernehmen, also die Patienten austauschen, dass sie in der Klasse 3 Intensivstation mit all den technischen Möglichkeiten versorgt werden können, die sie dann brauchen, die es woanders im Haus noch gibt. Und ich denke, wir sind in Österreich, vor Covid war ja immer so die große, wie soll ich sagen, sind schon Stimmen laut geworden, die gesagt haben, wir haben zu viele Intensivbetten und zu viele Pflegepersonen und wir leben im Luxus und im Überschwang. Und ich glaube, das ist uns jetzt in der Krise extrem zugute gekommen, weil wir haben es doch schon geschafft, dass im Großen und Ganzen wir nicht, ich möchte jetzt also bei uns mal in Innsbruck auf jeden Fall sicher nicht und ich denke auch im Osten eigentlich nicht. Also jeder hat die Versorgung bekommen, die er gebraucht hat und die er auch unter normalen Umständen, nicht Covid-Umständen, bekommen hätte. Man hat in Oberösterreich aber von Kolleginnen gehört, dass sie unter Umständen die Indikation zur Aufnahme auf die Intensivstation etwas kritischer gestellt haben als sonst und Patientinnen, die sehr alt waren und viele Komorbiditäten gehabt haben und sehr krank waren, unter Umständen nicht mehr übernommen, die sie vielleicht unter Nicht-Covid-Situation genommen hätten, weil es bessere und weniger kranke Patienten gegeben hat mit einer besseren Überlebenschance, eine der Kriterien für die Triage. Also sind dort ab und zu solche Überlegungen angestellt worden, aber wenn nach mir jetzt wieder, um da auf ein Thema der Palliativmedizin, die es auch mit Intensivmedizin kreuz zurück, sondern Übertherapie zu vermeiden. Wir nehmen auf unseren Intensivstationen eigentlich schon im Schnitt immer noch zu viele Patientinnen auf, die da eigentlich nicht mehr hingehören, weil man von vornherein sagen kann, sie haben eine so schlechte Outcome-Prognose, dass man eigentlich Intensivtherapie nicht machen sollte. Also so gesehen ist eine etwas strengere Indikationsstellung noch lange keine wirkliche Triage, wo man sagen muss, wir haben Patienten, die hätten alle unter Normalbedingungen die Chance auf eine Intensivstation unter Umständen gesund zu werden und wir können die aber nicht alle nehmen und deswegen müssen Patienten, die eine reelle Chance hätten, aber schlechter sind als andere, sterben. Das wäre die Triage-Situation unter Covid. Und diese Situation haben wir nie so wirklich gehabt. Wir hätten Kriterien gehabt, nach denen wir diese Entscheidungen anders als nur vom Alter abhängig machen. Wir haben in Italien und in Frankreich zum Beispiel gesehen, wo die Situation so aus dem Ruder gelaufen ist, dass man viel triagieren musste, dass es schlussendlich nur noch am Alter hängt. Und das Alter allein ist immer das schlechteste aller Kriterien für alle Entscheidungen, sage ich mal. Es gibt sehr gesunde alte Leute und es gibt sehr kranke junge Leute, mit allen Abstufungen dazwischen. Also die Bettensituation bei uns in Österreich, um wieder auf diese Frage nochmal zurückzugehen, ist so, dass wir aufgrund dessen, was wir an Kapazitäten im Land haben, und da sind wir sicher europaweit und weltweit sehr gut aufgestellt, dass wir auch diese Covid-Situation so abgefedert haben, dass wir nie wirklich triagieren mussten, trotz aller Fülle auf den Intensivstationen. Lautsprecher. Mikro. Ich glaube, das habe ich heute abgekackt mit dem Mikro. Aber es ist okay. Es ist aber trotzdem jeden zweiten, dritten Tag immer diese Warnungen in den Medien gestanden. Jetzt müssen wir dann bald reagieren. Was ist da schiefgelaufen in der Geschichte? Weil eigentlich, wenn ich mir das so anhöre, wären Sie ja gut vorbereitet gewesen, ein Stufensystem zu haben. Nein. Man kann eine Pandemie nicht vorbereiten. Wir wären nicht gut vorbereitet gewesen. Wir waren auch nicht gut vorbereitet. Wir haben zu wenig Masken gehabt. Wir haben unser eigenes Personal nach der Ordnung schützen können. Die sind zum Teil mit schadhaften FFP2 und 3 Masken arbeiten gegangen. Wir waren nicht gut vorbereitet. Wir waren aber im System, systemisch so aufgestellt, dass wir in der Lage waren, in dem ganzen Stress trotzdem jeden adäquat versorgen zu können. Wir waren aber durchaus sehr an der Grenze. Es war so, es kommt in einem der Kommentare, habt ihr vorher ein bisschen mitgelesen, wenn die ganzen Ischgl-Patienten nicht noch rechtzeitig nach Hause gefahren wären und dort krank geworden wären, dann wären wir in Tirol in der ersten Welle komplett aus dem Ruder gelaufen. Wenn die 10.000 Leute, die uns noch verlassen haben und dann in Island und in Deutschland alle dann im Endeffekt krank waren, wenn die bei uns krank geworden wären und bei uns in die Krankenhäuser gekommen wären, dann hätte es bei uns ausgesehen wie in Norditalien.
Also wir haben großes Glück gehabt, dass im Endeffekt alle die, die dann krank geworden sind, vorher noch das Land verlassen haben, sage ich jetzt mal ein bisschen sarkastisch. Und wir haben dann im Endeffekt mit den kranken Menschen bei uns in Tirol und auch sonst in den anderen Bundesländern im Endeffekt eine Situation der maximalen Belastung, aber nicht der Überlastung gehabt. Also wie gesagt, es waren alle Menschen, die bei uns auf den Intensivstationen gelegen sind, haben ordnungsgemäß wie auch sonst behandelt werden können. Aber wir waren unglaublich voll. Wir haben zum Teil telefonieren müssen, Patientinnen von hier nach dort schieben. Wir haben dann im Endeffekt, weil die bundesländerweite Interaktion nicht gut organisiert war von oben, haben wir selber mit diesem, also ein System gemacht unter den Ärzten, die miteinander geredet haben. Wir haben auch tirolweit eine eigene ärztliche Koordinationsstab dann gehabt, dass wir versucht haben zu koordinieren, wer bleibt in den peripheren Häusern, wer muss auf die Uniklinik, wer kann von der Uniklinik wieder raus. Da hat es eine Gruppe von Leuten gegeben, die sich darum gekümmert haben und versucht haben zu managen in Zeiten der maximalen Belastung und des Anflutens von schwerstkranken Patienten, das so zu managen, dass, wie gesagt, eine ordnungsgemäße Versorgung möglich war, aber unter maximalem Stress. Okay, ich nehme jetzt ein Wort heraus und gehe nochmal zum Michel. Michel, ich habe gerade das Wort Belastung gehört. Das liest man natürlich in diversen sozialen Medien und in diversen Zeitungen, dass es angeblich viele Pflegepersonen gibt, die dann schon angekündigt haben, ist die Pandemie zu Ende, steige ich aus, weil mir ist die Belastung zu viel, ich warte nur noch, bis Pandemieende ist und dann ist Schluss. Du bist ja im ÖGKV. Wie kriegt ihr das mit als Berufsverband? Wie ist das in deiner Umgebung? Ja, ist das sehr, ist nicht so einfach zu nicht so einfach zu beantworten, diese Frage, weil das betrifft ja tatsächlich nicht nur den Intensiv- oder auch den Anästhesiebereich, sondern es gibt ja bevor die Patientinnen und Patienten in unserem Setting behandelt werden müssen, sehr, sehr viele vorgeschaltete und sehr, sehr viele nachgeschaltete Bereiche. Wir haben auch sehr viel gelesen von den Belastungen in den Langzeitpflegebereichen der Kolleginnen und Kollegen im mobilen Einsatz. Aber auch, wenn wir jetzt an Long-Covid denken, rehabilitativer Bereich und so weiter. Also ich glaube, dass die Belastung in Summe nicht nur fokussiert jetzt auf den Intensiv- und Anästhesiebereich war, sondern sehr wohl auch vor- und nachgeschalten. Also das muss man jetzt da mal ganz klar erwähnen, weil wenn wir den Langzeitbereich als Beispiel nehmen, Besuchsverbote, also wir wissen, dass Angehörige oder Gesprächsführungen mit Patienten die oder Bewohnerinnen und Bewohner, die an Demenz erkrankt sind, dass das ganz, ganz viel gut, dass es beeinflussen hat, das ist komplett weggefallen. Die Leute haben Tagesabläufe gehabt, an denen sie sich nicht gewohnt haben und so weiter. Ich glaube, ich brauche das da nicht so weit ausführen. Aber jetzt, es ist natürlich jetzt schwierig und die Pflegesituation an sich ist ja in Österreich, war ja vor Corona schon sehr angespannt. Also wir kämpfen ja auch bei uns in unserem Land mit Personalmangel, wenn wir die Studie von der Göck uns anschauen, die was uns bis 2030 denn diesen Personalmangel in allen Bereichen prognostiziert. Also was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Covid-19 als Pandemiesituation jetzt nicht unbedingt die ganze Personalprognose unterstützt, positiv beeinflusst hat. Inwieweit sich das Ganze dann auswirken wird, ist natürlich jetzt prognostisch schwer zu sagen, weil es gibt dazu ja auch keine Zahlen. Aber ganz ehrlich, ich verstehe jeden Kollegin oder jede Kollegin, die sagen, wenn sie, und das ist halt wieder so eine plakative Aussage, nicht irgendwas ändert, dann verlasse ich den Bereich. Inwieweit was ändert, das ist natürlich immer schwieriger zu fordern oder an politische Verantwortungsträger heranzutragen, weil natürlich jeder für sich oder jeder sein Bereich für sich selber immer sich was anderes wünscht als der andere. Also diese Fragen wird man sich sicher im Nachhinein oder jetzt dann, wenn die Pandemie hoffentlich abflacht in den Sommermonaten, ganz im Detail anschauen müssen und zu versuchen, die Rahmenbedingungen dementsprechend anzupassen. Ich nehme es gleich einmal eine Frage aus dem Chat, weil es auch gut dazu passt. Aber ist jetzt schon oder ist schon im Laufe des Jahres jetzt eine Personalfluktuation auf den Intensivstationen zu spüren? Oder halten da jetzt noch Eisen verbissen alle durch? Also das ist, glaube ich, sehr schwierig, also für meinen Bereich ist sehr schwierig zu beantworten. Also bei uns oder ich spüre das jetzt in meinem Bereich nicht. Also ich weiß nicht, wie es den Kollegen oder wie es bei der Andrea da ausschaut. Vielleicht hast du da irgendwas dazu, aber bei uns, also momentan
kann ich das jetzt so nicht behaupten, dass natürlich die Belastungsgrenze immer kleiner wird. Und man muss sich ja vorstellen, dass man ja, dass die Kolleginnen und Kollegen, die seit März 2020 nichts anderes tun, als wir Schicht für Schicht sich da 12 Stunden lang einzuschleusen und unter diesen erschwerten Bedingungen zu arbeiten, dass das nicht förderlich ist für das ganze große Ganze. Das ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar, ob jetzt plakativ zu behaupten, die hauen jetzt alle ab, das würde ich mich nicht trauen. Vielleicht, Andrea, kannst du da eine Prognose stellen? Prognose ist schwierig zu stellen. Das, was ich heute mitkriege, ist einfach, dass zum einen schon vor Covid das Problem war, dass man so das Gefühl gehabt hat, dass vom Personal her eher eingespart wird. Wobei ich bin eben schon sehr lange auf Intensiveinheiten und das betrifft auch sicher die Normalstationen genauso, dass einfach die Medizin und die ganze Pflege so fortschreitend ist. Es ist einfach so hochtechnisiert teilweise. Man muss wahnsinnig schnell sein, man muss gut sein, man muss wahnsinnig belastbar sein. Und ich glaube, dass das vorher schon beigetragen hat und durch diese Covid-Pandemie das noch mehr zutage kommt, dass einfach jetzt nicht nur die Pflegepersonen, die auf Covid-intensiv arbeiten, so wie ich das wahrnehme, sondern auch die was ja dann auf den anderen Intensivstationen das kompensieren haben müssen, weil die haben ja dann alle Fachrichtungen von Patienten bekommen, haben dann mit Gerätschaften arbeiten müssen, die sie vorher in der Praxis nicht gehabt haben und in kürzester Zeit auch diese verwenden müssen. Und das macht natürlich eine extreme Belastung. Was jetzt auch noch dazu kommt, das, was ich so wahrnehme, ist einfach, dass die extreme Flexibilität, die wir im Moment einfach haben müssen, was auch völlig verständlich ist, dass wir sie haben müssen, dass die natürlich noch ein Jahr extrem ausgeschöpft ist. Das heißt, wir haben ja immer wieder erfahrene Mitarbeiter, braucht dann, so wie die Friednecker Barbara das auch gesagt hat, das sind ja auch in Innsbruck, sind, ich glaube, 2 Intensivstationen plötzlich auf Kategorie 3 raufgeschraubt worden. Das Personal hat dieses Patientengut ja normalerweise nicht betreut. Die haben dann natürlich Erfahrene braucht, die dann da hingekommen sind und ihnen auch geholfen haben. Und es war ein wahnsinniger Austausch. Also das war sicherlich in allen Krankenhäusern, die Covid betreut haben, eben gefragt, dass einfach das Personal so flexibel ist. Und das macht natürlich schon was mit den Leuten, habe ich den Eindruck. Einfach immer das, ja, jetzt musst du wieder für einen Monat darüber gehen und dann musst du dort auch, bist du immer am Schulen und das ist einfach wahnsinnig anstrengend zu dem alltäglichen Arbeit, zu der alltäglichen Arbeit, die man da ja sowieso vollbringen muss. Ich weiß nicht, das ist jetzt schon eine Frage ins Blaue oder sowas, aber wie viele Wellen halten wir jetzt in dem Modus noch durch? Personaltechnisch? Das ist eine gute Frage, aber ich habe ein bisschen so den Eindruck, gerade bei der ersten Welle habe ich extrem gespürt, dass die Leute ja fast motiviert waren, muss ich sagen, dass wir diese Pandemie gemeinsam jetzt einfach bewältigen müssen. Es hat ja auch was Positives, weil diese Zusammenarbeit zwischen den ganzen verschiedenen Intensivstationen sehr gefördert worden sind. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Man hat einen wahnsinnig guten Austausch jetzt einfach erlebt. Jetzt ist es aber so, wir würden wahrscheinlich, wenn wir alle irgendwie so viel Verantwortungsbewusstsein haben, weil wir im sozialen Bereich tätig sind, ich glaube, wir ticken da schon noch ein bisschen anders und können schon sehr viel Reserven noch vorholen. Es stellt sich für mich auch manchmal die Frage, wann kommt wirklich der Punkt, wo die Leute sagen, und jetzt gehe ich wirklich und jetzt muss ich es sein lassen. Also ich habe es schon so erlebt, in der gute Freundin von mir, die hat nach der ersten Welle gesagt, nein, sie schafft es wirklich nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so eine Frage, wie viel hält der Einzelne aus? Ich mache jetzt mal so eine Frage in die Runde und beginne aber auch gleich bei Ihnen. Was hätten Sie sich denn von, man, Sie müssen es nicht beantworten, wenn es irgendwo dann Probleme vom System her gibt oder sowas, bitte können das auch sagen, lassen wir das bitte. Aber was hätten Sie sich von der Politik gewünscht, jetzt in dieser Situation, dass es besser läuft? Also das, was mir als erstes einfällt, und das hat vielleicht jetzt noch gar nicht so mit der Pandemie selber zu tun, sondern das hat die Pandemie noch mehr für mich gezeigt. Und das, was mich schon seit vielen Jahren aufregt, ist einfach unser Graubereich in der Pflege. Also wir
wir müssen ständig, kommen wir in diese Situation oder in dieses Dilemma, dass wir Dinge tun müssen oder es auch vorausgesetzt wird, dass wir das machen, aber es ist einfach gesetzlich nicht verankert. Also das gehört einfach einmal die einfache Gesetzesnovelle her. Es muss einfach, wir brauchen gar nicht von Erweiterungen sprechen von den Kompetenzen. Es gehören die Kompetenzen, die wir eh haben, was wir wirklich tagtäglich haben, dass die mal niedergeschrieben werden und dass wir dementsprechend auch dann entlohnt werden. Ich glaube, das ist das, was ich von meinen Kollegen her und das, was ich denke, was wichtig ist, dass die Politik das einfach jetzt einmal ernst nehmen muss, dass wir sehr professionelle Berufsgruppe sind. Wir arbeiten sehr eng mit den Medizinern und mit den anderen Berufsgruppen zusammen. Wir haben eine sehr, sehr hohe Verantwortung und das gehört einfach dann auch gesetzlich geregelt und dann aber auch in der Entlohnung muss das dann niederschlagen. Da möchte ich noch mal kurz reinfragen, aber wenn Sie jetzt sagen, okay, Kompetenzen klar definiert und mehr Gehalt, würde das trotzdem dann das Durchhaltevermögen für, ich nehme jetzt eine fiktive Zahl, 5 weitere Wellen gewährleisten? Wahrscheinlich nicht. Also da wird's, natürlich ist eine Pandemie, also eine Welle immer eine Ausnahmesituation, das muss man dazu sagen. Also im Endeffekt würde man für die Pandemie eigentlich immer mehr Personal brauchen, keine Frage. Ich kann jetzt nur sagen, in Salzburg ist es generell so gemacht worden, dass aufgestockt worden ist mit dem Personal aus diesem Grund. Also da hat die Politik schon reagiert. Aber wie ich vorhin geschildert habe, es ist natürlich auch schwierig, die Menschen, die man dann da einschult, möglichst schnell und gerade zu einer Pandemiezeit dann fit zu machen am Bett. Das macht das Problem dann im Endeffekt. Aber da ist zumindest ein bisschen reagiert worden. Ich gebe das Ganze weiter an den Michel. Politik, was hätte jetzt ich gewünscht, dass die Politik sozusagen macht, wenn du grüne Wiese hättest, vom wir sperren es alles zu, dass keiner mehr raus darf, bis zu, weiß ich nicht, wir holen uns mit dem Hubschrauber 100.000 neue Geschichten. Was wäre so der Wunsch gewesen an die Politik jetzt in diesem Jahr? Also ich glaube, dass, und das wird ja auch immer wieder in den sozialen Medien und auch in ganz, ganz vielen Formaten diskutiert, was hat die Politik gut gemacht, was hat sie nicht gut gemacht. Ich glaube, dass, und da kann ich sicher für meine oder für uns Diskussionspartner sprechen, die in dieser Situation irgendwas zu entscheiden, ist für die einen immer richtig und für manche einfach immer falsch. Das hat uns ja ganz klar gezeigt, die Lockdowns sind durchgeführt worden, die Zahlen sind unten gegangen, die Stationen sind entlastet worden. Dann war der Sommer, das hat sich alles nach außen verlagert, die Zahlen sind unten geblieben, es ist der Winter gekommen und so weiter. Also es hat immer irgendeiner Entscheidung treffen müssen. Wenn man das auf unsere Bereiche herunterbricht, hätte ich mir schon gewünscht, und das ist aber nicht wieder nur für den Intensiv- oder auch für den Anästhesiebereich zu sehen, sondern dass man, wenn es um strukturelle Änderungen, auch selbst wenn es Notentscheidungen gewesen sind, auch die Leute fragt, die dort arbeiten müssen. Wenn es jetzt darum geht, zu sagen, okay, wir bekommen Kolleginnen und Kollegen, die uns unterstützen, wie gehen wir das am besten an, dass wir sie trotz der Notfallsituation, in der wir uns befinden, so gut wie möglich in den Arbeitsalltag integrieren, dass sie uns auch helfen können. Es sind ganz, ganz viele Expertinnen und Experten auch in anderen Bereichen tätig, aber ich weiß das selber, wenn man mich in ein anderes Krankenhaus stellt, in einem anderen Bundesland, dann kenne ich mich auch nicht mehr aus. Ich finde das Zeug nicht, ich finde meine Medikamente nicht, ich weiß den Tagesablauf nicht. Also solche Dinge auf struktureller Ebene würde ich es für die Zukunft, wenn man zum Beispiel Einsatzpläne auch, versucht zu generieren oder umzudenken, die Leute da einsetzt, die dann tatsächlich mit diesen Problemen konfrontiert sind, was sie dann in der praktischen Arbeit ergeben. Das wäre das eine. Und das andere, wenn man es auf landes- und bundespolitischen Entscheidungsgremien abmünzen möchte, dass auch dort Kolleginnen und Kollegen in Krisenstäben vertreten sind, die einfach wissen, wie das normale Tagesgeschäft ausschaut. Und dann zu befragen, okay, wie seht ihr das, macht das Sinn, wenn man das so und so umstrukturieren und was ganz ein wesentlicher Faktor ist, einfach eine offene, klare Kommunikation für die Teams, weil die Teams nur dann funktionieren, wenn sie sich auf was einstellen können, was jetzt in den nächsten 2, 3 Wochen, Monate, wie auch immer auf uns zukommt. Und wenn ich mir das wünschen hätte können, dann wäre das ganz sicher das gewesen. Okay. Ich darf die Frage gleich weitergeben an die Frau Dr. Friesenecker. Ja, ich denke mir, Kommunikation ist was
zum Teil gerade am Anfang wirklich gut gelaufen ist, wo wir in den ersten Lockdown rein sind, haben alle das gut verstanden, nachvollziehen können, hat es gut funktioniert und die Kommunikation ist über die Zeit immer schlechter geworden, die so von der Politik her, ich glaube, die Leute sind nicht so doof, dass sie nicht verstehen, wenn man es ihnen gut erklärt. Und das vermisse auch in der letzten Zeit schon. Man muss auch bedenken, so ein Start ist ein langsames Schiff, das ist wie so ein Öltanker, den kann man nach 5 Minuten nach rechts und dann die nächsten 5 Minuten nach links lenken. Also es sind oft so diese Maßnahmen, die ergriffen worden sind, sagen wir, schlecht erklärt und schnell geändert und schlecht nachvollziehbar bei uns mit dem Skifahren. Die einen dürfen in der Gondel mit Maske und die anderen ohne Test. Und also es war sehr verwirrend in Tirol, zum Teil, wie die Dinge gehandhabt worden sind, was die Leute dazu gebracht hat, dass sie gesagt haben, so ein Scheiß, das versteht eh keiner und da hört man auch gar nichts mehr. Das heißt, dass man die Compliance der Leute zu verstehen, wie schwer diese Erkrankung ist und dass von Covid schwer krank werden mit dem Tod einhergehen kann, das war vielen einfach so dann irgendwann nicht mehr bewusst und es war den Leuten auch wurscht. Also diese Kommunikation hätte jetzt seit dem Herbst und auch jetzt wesentlich besser sein können. Dann, finde ich, hätte die Politik bundesländerübergreifend besser agieren müssen. Wir hätten gerade jetzt, wo ja so eine Verschiebung in den Osten war und am Anfang waren wir im Westen sehr schwer betroffen, der Osten in den Zahlen niedriger, jetzt war im Osten sehr viel, also sie waren wirklich, wirklich knapp an der Überlastungsgrenze und wirklich in einer, würde ich sagen, beinahe Triage-Situation. Und bei uns war relativ wenig los, dass wir das da so ein bisschen, dass wir uns das nicht hätten selber ausmachen müssen. Ich weiß von Kolleginnen, die haben die Tage telefonierend verbracht. Die haben einen abgestellt, der ist am Telefon gesessen, um Betten zu organisieren. Das kann einfach nicht sein, wenn ich nachher Ärztin bin und meine ärztliche Expertise eigentlich bräuchte, um einen Menschen zu beatmen und seine Antibiose zu überlegen und das CT anzuschauen, dass ich dann da sitze und stundenlang telefoniere. Also so diese organisatorischen Dinge waren zum Teil wirklich schlecht gemacht und sind eigentlich auf unserem Rücken hängen geblieben, wenn man es so wollte, dass es funktioniert. Das ist auch noch so eine Geschichte. Und natürlich so generell die Situation von der Politik zu sehen, dass wir einfach Personal brauchen, dass wir ärztliches Personal und natürlich pflegerisches Personal brauchen, um schwerstkranke Menschen gut zu betreuen und dass wir das unter Umständen auch in der Normalsituation, also dass wir sicher nicht zu viel Personal haben, um unsere Intensivstationen gut zu fahren, so wie wir es unter Normalbedingungen machen, sodass auch das Personal, das dort arbeitet, seelisch gesund bleibt. Also wir sind ärztlicherseits immer sehr an der Grenze und sehr personalknapp. Wenn einer krank wird und zwei im Urlaub sind, dann kippt unser Dienstrat. Also wir haben immer die Situation, wir müssen Gespräche mit Angehörigen immer irgendwann in den späten Nachmittag reinbauen, wo unsere Arbeitszeit eigentlich schon zu Ende ist, weil Gesprächszeit macht in die Arbeitszeit eingerechnet ist und alle diese Dinge. Also ich denke, wir leben schon in einem Luxusland im Vergleich mit anderen Ländern, aber im Endeffekt würde ich mir schon wünschen, dass man noch menschlichere Medizin machen könnte und dafür bräuchte es noch mehr Zeit und auch mehr Leute. Und ich denke, das gilt für beide von uns, Pflege und Ärztinnen. Glauben Sie, um das jetzt schon englisch auszudrücken, glauben Sie jetzt unterm Strich, dass die Gesellschaft und die Politik jetzt nach dem Jahr die Lessons gelernt hat, also Lessons learned? Oder ja, ich glaube schon, dass, sagen wir, das Gute an Covid, sagen wir mal, ist vielleicht schon ein gewisses Bewusstsein, dass wir medizinische Infrastruktur brauchen, die, wenn es kritisch wird, einfach dann da ist, um zu verhindern, dass so viele Menschen sterben, wie man das in anderen Ländern sieht, wo diese Infrastruktur nicht so da ist. Also maximal furchtbares Beispiel Indien, ich meine, das ist jetzt nicht vergleichbar, ist ein dritte Weltland. Brasilien, gleiche Situation. Aber selbst wenn wir uns jetzt vergleichen mit Schweden oder wenn wir uns vergleichen mit Italien, mit Frankreich, sind wir sicher wesentlich besser in der Versorgung unserer Patientinnen ausgestiegen, auch weil wir ein besser strukturiertes und besser aufgestelltes Gesundheitssystem haben. Und ich finde, das ist die hohe Qualität, die wir nicht verlieren dürfen. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, wie viel Geld verschwendet wird in sinnlose Behandlungen, jeglicher Art, egal ob jetzt bei uns im operativen Bereich mit Anästhesie, Chirurgie und Intensivmedizin oder in der internen mit sinnlosen Chemotherapien. Es gibt schöne Studien, die diese Übertherapie in Zahlen fassen. Und das widerspricht auch dem Prinzip der Gerechtigkeit, der sozialen Gerechtigkeit, auch der Gerechtigkeit für den Einzelnen, ihm nur sinnvolle Dinge angedeihen zu lassen und Ehrlichkeit in der Besprechung der Dinge. Also wenn wir da
sagen wir, sinnvollere Medizin machen würden und nicht so viel Geld zum Fenster rausschmeißen würden und zurückkämen in eine menschliche Medizin, wo man technisch Machbares nur macht, wenn es auch sinnvoll und nutzvoll ist für die Patienten, dann hätten wir unter Umständen systemisch wieder mehr Geld, um das auch dann umzuverteilen. Aber da müsste man so dieses ganze System ein bisschen umkrempeln und das ist natürlich auch immer eher schwierig. Sehr spannend. Wenn ich gerade bei Ihnen bin, noch eine Frage, dann gehe ich wieder hinüber. Beatmung. Das gibt es natürlich im Moment. Bin mir kurz versagt, aber gleich wieder da. Jetzt gibt es natürlich das Gerücht, dass man sich immer wieder anhören darf in den sozialen Medien. Die Intensivmediziner haben jetzt mit dem Überbeatmen ganz, ganz viele Leute umgebracht. Das war so ein typisches Gerücht, was ich mir oft immer wieder in den Kopf klatschen darf. Weil die Leute sagen, da wird zu früh beatmet, da wird zu viel beatmet, da sind Leute gestorben, weil man beatmet hat, und also invasiv. Ist das so oder ist das ein Gerücht? Also ich kann jetzt natürlich auch wieder im Endeffekt nur für unsere Teams sprechen, weil die kennen jetzt wirklich von der täglichen Arbeit, und ich muss sagen, die Indikation zu einer Beatmung ist etwas, die in der Zusammenschau mit der Pflegeperson, die diesen Menschen betreut, der sich schwer schnauft, mit dem Arzt, der die ärztliche Indikation dazu stellt, gemeinsam besprochen wird. Und es gibt sicher niemanden, jeder von uns ist maximal daran interessiert, weil die Outcome-Daten besser sind, Patienten möglichst lange nicht an den Tubus, also an diesen Plastikschlag zu nehmen, der dann invasive Beatmung bedeutet, wo man den Patienten unter Umständen auch nicht mehr selber schnaufen lassen kann, sondern voll beatmen muss, in die Situation reinkommt, wo selbst das nicht reicht und man dann aufgrund des Sauerstoffmangels und der Sauerstoffschuld, die der Körper eingeht und dadurch in ein Multiorganversagen geht, an die Herz-Lunge-Maschine muss, in diesem Eskalationsszenario. Also zuerst die normalen offenen Masken, dann die dichten Masken, die sogenannten CPAP-Masken, dann nicht-invasive Beatmung über diese Masken, dann die Beatmung mit dem Beatmungsschlauch. Also gibt es ein Eskalationsszenario, das alle Kolleginnen, sowohl pflegeseits als auch ärztlicherseits, und da werden wir die Andrea und der Michael recht geben, die ganz klar schrittweise ablaufen. Und wenn nach merken, Patient kriegt keine Luft und seine Werte, die wir auf der Intensivstation messen können, werden schlechter, dann gibt es gewisse Grenzen. Die Andrea hat vorher vom Horowitz-Quotienten gesprochen. Das ist nicht das einzige Kriterium. Es ist auch die Hypoxie. Also es ist das, kriege ich noch genug Sauerstoff ins Blut, dass die Organe ausreichend mit Sauerstoff versorgt sind. Es ist die Atemarbeit des Patienten. Wie schwer schnauft er? Ist er noch in der Lage, überhaupt körperlich diese Arbeit zu leisten, die schweres Atmen gegen den Widerstand oder bei steifer Lunge, die das ermöglicht. Also wir schauen uns diesen Patienten in seiner Gesamtheit an, und die Indikation zur Intubation, das nennt man so, wenn man diesen Plastikschlauch dann reinschiebt und schlussendlich ans Vollbeatmungsgerät geht und damit Druck in die Lunge reinschnauft. Also das ist etwas, was Fachleute machen. Das ist nichts, was leichtfertig gemacht wird, und da finde ich unsägliche Unterstellung, uns zu sagen, dass wir Patienten intubieren würden, die das nicht brauchen. Das ist eigentlich der Vorwurf einer falschen ärztlichen Entscheidung und auch einer falschen Zusammenarbeit in der Arbeit mit der Pflege, und das, dagegen würde ich mich aufs Allerschärfste verwehren. Bei uns werden Patienten dementsprechend, wie es ihrer Lunge und den Patienten mental geht und psychisch geht, von nicht invasiv über invasiv beatmet bis an die Herz-Lunge-Maschine genommen, wenn es indiziert ist. Und es gibt ganz klare Indikationen für unterschiedliche Schritte auf diesem Weg der Beatmung in immer mehr Invasivität hinein. Und ich glaube nicht, dass irgendjemanden leichtfertig invasiv beatmet, wenn er das nicht braucht. Und das halte ich für absolute Frechheit, diese Vorwürfe, um es mal so zu sagen. Ja. Kommen nicht von mir, wie gesagt, sind natürlich nein, Sozialmedien. Ich sage nur, damit da auch nichts im Video da anschauen ist, dass ich mir das sozusagen dann diese ganzen Geschichten aus dem Ärmel ziehe. Frau Dax, bei Ihnen dasselbe wahrscheinlich, schätze ich mal, wenn es um Beatmung geht. Auch da wird es ganz, ganz viele Faktoren geben. Wie ist es bei Ihnen so das Gefühl gewesen von den Beatmungen her auf den Stationen? Also genauso wie die Barbara Friesenecker das schildert, also das kann ich eins zu eins eben so übernehmen. Das ist immer ein Prozess, wo man einfach im Dialog mit dem Arzt ist. Als Pflegeperson ist man ja doch die ganze Zeit beim Patienten. Man sieht den Verlauf, man sieht, wie es einem geht. Und ich kann nur also für uns sagen, das wird sehr, sehr gut überlegt, ob er intubiert wird, weil man einfach auch weiß, was dann kommt. Es wird nicht leichter für den Patienten. Und ich denke, das ist wirklich eine wahnsinnige Unterstellung. Aber wenn ich da ganz kurz ein Wort dazu sagen darf,
Ich habe das auch mit in mein Kreis der Kolleginnen und Kollegen immer wieder diskutiert. Es ist ganz schwierig auch für uns gewesen jetzt in dem Jahr. Also es ist nach wie vor so, dass einfach, weiß nicht, sind das Laien oder keine Ahnung, wo die eine Expertise da hernehmen, aber dass da geurteilt wird, dass ja einer schnell auf den Bauch geklickt ist oder dass das, weiß nicht, das sind Dinge, die wir uns alle sehr gut überlegen, wo wir hochprofessionell sind, was für uns schon viel Energie auch kostet, die Dinge auch wirklich gut zu machen, weil wir da sehr bemüht sind. Und es ist wirklich sehr, sehr verletzend, muss ich sagen, wenn man dann in Punkten kritisiert wird, wo man sich denkt, ja, weiß nicht, das ist einfach nicht nachvollziehbar, weil man muss dann wirklich in der Situation sein oder muss auch diese Expertise besitzen, dass man da dazu dann eben eine Meinung kundtun kann. Und das, wir haben dann auch in der Kollegenschaft besprochen, das machen dann auch viele so, dass wir uns diesen Kommentaren einfach nicht aussetzen. Und ich habe selber für mich so gemerkt, ich hab das nicht mehr hören können. Ich habe mich dann ganz bewusst distanzieren müssen, weil das viel zu nahe geht. Weil man gibt ja im Job wirklich das Letzte. Es ist wahnsinnig anstrengend und dann braucht man diese Seitenhiebe von da draußen nicht, weil dann hätte ich einfach diese Energie für meine Patienten und Patientinnen einfach nicht mehr. Ich gehe mal davon aus, dass auch in Salzburg die Corona-Spaziergänge gegeben hat, nehme ich einmal an. Also nicht ja, nur ich glaube auch in Gmunden und in, also man hat sich überall gehört, ja. Wie fühlt also, man sich als Intensivperson, wenn man so aus einem 12-Stunden-Dienst rauskommt und dann marschieren vielleicht noch, wenn man in der Früh noch ein paar Leute vorbei mit einem Schild oder sowas? Ich habe das Gott sei Dank nie live erleben müssen, weil mein Arbeitsweg ist genau auf der Autobahn und ich wohne sehr am Land und da sind sie nicht gegangen. Aber ich habe es natürlich durch die Medien mitgekriegt. Und eben, ich habe schon bei mir gemerkt in dem Jahr, was sich in mir auch verändert, weil ich vom Grund auf eigentlich ein Mensch bin, der sehr ans Positive glaubt, auch in jedem Menschen das Positive glaubt. Und dieses Jahr, das hat mir in meiner ganzen Ansicht ein bisschen hat es mich schon ein bisschen gerüttelt, weil ich einfach auch gesehen habe, dass es wirklich Menschen gibt, die, ja, weil es, ich habe auch versucht, mir das zu erklären, ob es einfach wirklich Angst ist, was sie da bewegt oder ob es wirklich, dass sie es nicht erfassen, die Situation. Ich habe in meiner Familie viel darüber gesprochen und ich habe dann für mich, glaube ich, das ein bisschen so abgeklärt, dass man wahrscheinlich wirklich am Bett sein muss oder wirklich mit dem konfrontiert sein muss, dass man wirklich versteht, um was da drinnen geht. Und man muss dann auch lernen, sich da zu distanzieren von diesen Meinungen, weil sonst hält man das einfach nicht aus. Jetzt gebe ich das mal an den Michel weiter. Aber es gibt ja auch, Michel, es gibt ja auch genügend Pflegepersonen, die da mitspielen in den sozialen Medien und in der Meinungsmache, dass das ja alles gar nicht so schlimm ist und dass die intensiver sich alle nur so aufführen und dass in Wirklichkeit alles nur Fake ist und gezwungen werden, dazu etwas auszusagen. Wie kommen dann diese Pflegepersonen, sind ja auch Ärzte dabei, ist ja nicht nur Pflegepersonen, eigentlich dann auf diese Idee? Ja, die Frage mir auch. Ja, das ist, für mich ist es, ich beantworte das einfach ganz salopp, jeder, der aus den Fachkreisen, es gibt ja nicht nur Medizinerinnen und Pfleger, die das behaupten, sondern auch sehr viele andere Gesundheitsberufe, die sich dann plötzlich dazu berufen fühlen, unser tägliches Arbeitsumfeld ja, zu sagen, ja, das ist alles so nebenbei und alles kein Problem. Ich lade jeden sehr herzlich ein, vor allem an die Abteilungen, wo die Kolleginnen und Kollegen seit einem Jahr nichts anderes machen, in so eine Schutzausrüstung zu steigen und denen Personen, die dort tätig sind, A, dasselbe zu erzählen und B, denen nochmal einen 12-Stunden-Tag daneben zu stehen und beim Arbeiten zu helfen. Und ich muss mich da auch der Andrea anschließen. Für mich ist es nicht nachvollziehbar, wie man plötzlich unsere Fachbereiche, der Intensivbereich ist, der ist ansonsten immer, der ist halt auch da. Ja, das ist für die Betroffenen immer eine kritische Situation, ist immer schwierig mit dem auseinanderzusetzen, aber das läuft in einem Krankenhausbetrieb einfach so mit wie sehr, sehr viele andere Betriebe, andere Teilbereiche auch. Dann kam Corona, wir waren in den Zeitungen und alles war ein Wahnsinn und dann hat ja auch Gott sei Dank diverse Medien versucht, durch wirklich sehr realitätsnahe Berichterstattung einmal zu zeigen, was passiert denn da eigentlich den ganzen Tag. Für meines Erachtens ist das etwas ein bisschen zu spät gekommen, weil wenn man das ein bisschen früher gemacht hätte, nur aufzuzeigen, was passiert da,
hätte man vielleicht die eine oder andere Diskussion vom Tisch wischen können. Aber wie man dann letztlich diese ganzen Fake News und der Martin Moder oder in einem deiner vorangegangenen Science Talks ist das ja auch thematisiert worden, wie bringt man diese Fake News einfach weg? Also das ist ganz, ganz schwierig. Aber ich lade an jeden sehr herzlich ein, sich da mit einem Kollegen einmal oder einer Kollegin oder einer Medizinerin zu treffen, sich über das zu unterhalten und sich diese Stationen anzuschauen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich privat ein Haus baue, dann frage ich einen Architekten und vielleicht nicht gleich einen Floristen. Und ich glaube, ich sehe das da auch so, man sollte sich da schon mit den Menschen, die sich seit Jahren, und die Frau Professor Friesenecker ist eine davon, da gibt es ja ganz, ganz viele Ärztinnen und Ärzte, die das machen und auch wir im Pflegebereich, wir sind ja auch alles Expertinnen und Experten. Und da würde ich anraten, sich einmal zuerst bei uns eine Meinung einzuholen, bevor man sich dann nach außen riskiert und irgendwas behauptet, was einfach schlichtweg frei erfunden ist. Und darum die Frage nochmal an die Frau Dr. Friesenecker. Es gibt ja auch Ärzte aus Salzburg, aus sonst wo, die sagen, es ist ja alles ein Plätzchen mit dem Covid. Wenn ich ein bisschen Vitamin C nehme oder wenn ich einmal um den Häuserblock laufe, dann bin ich wieder gesund und das Immunsystem heilt uns alle. Wie kann das dann bei einem Mediziner sein, dass sich Mediziner so in die Öffentlichkeit stellen? Ist mir nicht nachvollziehbar, weil das sehr offensichtlich Leute sind, die nicht selber auf einer Intensivstation arbeiten, sonst würden sie sowas nicht sagen, weil dann wüssten sie, wie es abläuft auf einer Intensivstation, wenn ich Klasse 3 intensiv bin und Covid-Patienten habe. Also sind es Leute, die eigentlich keinen Plan haben und trotzdem reden. Solche Leute gibt es. Und ich denke, da muss man Sachen einfach ein bisschen damit abfinden. Und die gibt es auch unter Medizinern, offensichtlich. Und ich denke, es zeugt von großer Planlosigkeit, wenn die Leute Planlosigkeit und der Möglichkeit, es auch wichtig zu machen, wenn man was anderes behauptet, als viele andere sagen und damit Gehör findet. Es gibt viele Motivationen für so komische Dinge, die mir nicht nachvollziehbar sind. Und es ist einfach auch ein Zeichen dafür, denke ich, dass die Kolleginnen wahrscheinlich die Intensivstation noch nie von innen gesehen haben, sonst würden sie sowas noch behaupten. Okay. Also nicht wissen trotzdem sozusagen, weil sie einfach weit davon entfernt sind. Ja, also ich denke schon, weil einfach, ja wirklich, ich denke, wenn ich mir anschaue, es wissen ja schon, wenn ein Anästhesist auf die Intensivstation kommt, muss er das alles neu lernen. Und der ist in diesem sehr engen Umfeld einer Intensivstation unterwegs sein ganzes Leben lang. Und der muss ein Jahr lang bei uns seine Ausbildung machen in der Facharztausbildung, weil die Intensivmedizin etwas Spezielles und etwas Besonderes, so wie in der Pflege die Intensivpflege einen eigenen Kurs hat und jemand speziell qualifiziert sein muss, dass er dann selbstständig als Pflegekraft auf der Intensivstation arbeiten darf, weil es ein spezielles Wissen ist, ein spezielles Know-how braucht. Und dann sind halt Ärztinnen, die da draußen andere Dinge tun, die gleich wichtig sind, aber die einfach anders sind. Ich würde mir jetzt nicht rausnehmen zu urteilen über einen Hals-Nasen-Ohrenarzt und seine Tumoren oder was weiß ich, würde ich jetzt nichts dazu sagen, weil ich keinen Plan davon habe. Ich weiß nicht, warum sich manche berufen fühlen, zu Dingen zu äußern, von denen sie offensichtlich auch keinen Plan haben, sage ich jetzt mal so. Mhm. Gehen wir mal zu einem komplett anderen Thema jetzt. Ich glaube, dass wir genügend den Fake News gewidmet haben. Das ist eh schon wieder viel zu viel Zeit gewesen, weil eigentlich sollte man es im Eck stehen lassen und einfach sagen, Redet jetzt weiter. Aber jetzt die Situation. Jetzt sind die Leute relativ lange auf der Intensivstation, sind unter Umständen lange intubiert. Ich habe jetzt vor kurzem auch einen Bericht gesehen von jemandem, der 118 Tage lang intubiert auf einer Covid-Station war in Deutschland. Also extrem lange. Und jetzt kommt aber nach Covid die Situation, dass wir ganz, ganz viele Leute haben, die Post-Covid-Symptome haben, Erkrankungen haben. Welche Herausforderungen sehen Sie da jetzt für den Normalbereich als auch für den Intensivbereich durch diese ganzen Post-Covid-Geschichten? Also denkt man muss auch, um das zu verstehen, muss man sich auch überlegen, was das Virus macht. Das Virus ist ja schon ein relativ ein bösartiges Teil und es führt dazu, dass es an diesen ACE2-Rezeptoren andockt, die an Unterschied oder in unterschiedlicher Dichte an unterschiedlichen Stellen unseres Gefäßsystems in der Mikrozirkulation sitzen. Das heißt, das Virus dockt an diesen Rezeptoren an und führt zu einer generalisierten Entzündung im Körper und über diese Entzündung kommt es zur Mikrothrombosierung in den einzelnen Organen. Und je nachdem, wie viele Rezeptoren da sind, sind manche Organe mehr und andere Organe weniger betroffen. Und deswegen haben wir diese Reihenfolge der Dinge, wo es einem schlecht geht. Also erstmal, man schnauft über die Lunge ein, es geht ins Gehirn, übers Riechen, direkt ins Hirn, es geht direkt in die Lunge, je nachdem, wie tief man es einschnauft. Dort ist der Ort des Eintritts, dort haben wir mal
maximale Rezeptorendichte, maximale Entzündung, maximales Krankheitsgefühl. Also wir haben die Lunge, das Herz, das Hirn, die Nieren, dann den Magen-Darm-Trakt und dann so die anderen Dinge, die auch unter Umständen dann noch anschließen. Das heißt, wir haben eine generalisierte Endothelitis. Und wir haben generalisierte Mikrothrombosen. Und gerade die Leute, die zum Beispiel weniger schwer krank sind, die nicht ins Krankenhaus gehen, die zu Hause liegen mit einer Symptomatik, die sie zu Hause in den Griff kriegen, sagt schwer schnaufen, Fieber haben, denen es schlecht geht, unter Umständen auch gar nicht so schwer krank sind, sind die Leute, die oft ein sehr strammes Post-Covid-Syndrom haben. Und ich persönlich bin der Meinung, dass man alle diese Leute, die krank sind mit einer Covid-positiven Diagnose, heparinisieren müsste, um diese Mikrothrombosenbildung zu verhindern in den Organen. Und ich habe auch meinen Leuten im Umfeld von mir gesagt, die Covid-positiv waren und krank waren mit Grippesymptomen, zu Hause waren beim Hausarzt, habe gesagt, nehmt Novinox für die Zeit, solange ihr Symptome habt, weil ich glaube, dass es essentieller Teil der Behandlung wäre. Das wird von den Hausärzten generell so nicht gemacht. Jetzt nur als ein Beispiel. Also das, glaube ich, ist ganz wichtig. Man muss verstanden haben, was das Virus macht. Und dann erklärt er auch sehr gut, wenn die Leute jetzt nicht Lovenox nehmen und diese Gerinnungsstörungen stattfinden überall. Das ist das, warum die Leute dann relativ lang relativ krank sein können. Leistungsabfälle haben, im Endeffekt Gedächtnislücken haben, sich nach gut erinnern können, Merkfähigkeitsstörungen haben, mit den Nierenwerten ordentlich raufgehen, Magen-Darm-Probleme haben, denen ist oft übel, die haben wochenlang keinen Appetit. Sie sind deutlich leistungsgeschwächt, sie können zum Beispiel über Monate nicht die Dinge tun, die sie sonst sportlich machen. Also ein Post-Covid-Syndrom kann auch bei jungen Menschen, die nicht schwer krank waren, ausgesprochen ausgeprägt sein. Und das ist die Situation, da müssen wir uns bewusst sein. Und natürlich die Leute, die wirklich krank waren und im Krankenhaus waren, haben sowas umso mehr, weil diese Mikro, ich glaube, sehr viel daran schuld sind diese Mikrothrombosierungen, die die Mikrozirkulation in den Organsystemen, im Magen-Darm-Trakt, in den Nieren, im Hirn und überall in der Lunge kaputt machen. Und bis der Körper das alles regeneriert und repariert hat, das dauert einfach. Also Post-Covid-Syndrom ist ein großes Problem. Und auch für die Menschen, die jünger sind und weniger schwere Erkrankungen haben, ein großes Problem. Und meines Erachtens, es ist, ich glaube, auch da im Talk ist die Frage nach dem Budesonid gestellt worden, also nach dem Cortison-Inhalativ. Ich glaube nicht, dass jeder Cortison inhalieren sollte, weil das starke Nebenwirkungen haben kann und das muss streng vom Arzt indiziert sein, so wie es Lovenox auch. Aber ich glaube, dass alle Menschen, die Covid-krank sind, auch wenn sie zu Hause sind, unbedingt Lovenox spritzen sollten. Also davon bin ich überzeugt, nur um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Mikrofon. Ich hätte es gemerkt. Ja, ich hätte es gemerkt, weil ich die Hörne voll schon drauf danke. Frau Dax, Post-Covid bei Ihnen in Salzburg stark merkbar, nicht merkbar? Ich muss ehrlich sagen, nachdem ich eben auf einer Covid-Intensiv bin, beschäftige ich mich nur eher mit den Covid-Patienten und wir freuen uns irrsinnig, wann dann noch, weiß nicht, nach 40, 50 Tagen, wer entlassen werden kann von der Intensivstation. Also das ist eigentlich das, was mich nur so beschäftigt. Es ist schon so, dass ich mir dann oft denke, was wird aus die? Haben die dann auch eben diese Nachwehen von Covid? Aber das, muss ich sagen, ist jetzt, kann ich eigentlich gar nichts dazu sagen. Ich glaube, also weil ich es einfach jetzt nicht erfahre oder noch nicht spüre, ich denke mir nur einfach, dass das ein großes Thema sein wird und dass es auch hinsichtlich dessen wahrscheinlich auch Ausbildungen braucht, wie man denn mit diesen Patienten gut dann auch umgeht. Also das wird uns schon sehr, sehr beschäftigen in der Zukunft. Okay. Wie sehen Sie das? Ich finde das ja relativ spannend. Wir reden ja in den Medien immer nur über die Inzidenzen, wir reden über die Intensivbetten, über die Sterbezahlen. Wir merken aber auch auf der anderen Seite, dass dieses Covid-Post-Covid-Syndrom gefährlicher ist oder größer ist, als man das sich viele Leute vorstellen können. Und trotzdem, wenn dauernd in den Medien immer nur die Inzidenzzahlen präsentiert, also es tut immer gerade, ich mag jetzt keine Zeitung angreifen, sonst habe ich morgen einen Rechtsanwaltbrief sozusagen, aber die eine der großen Zeitungen in Österreich, die täglich über diese Covid-Zahlen präsentieren ja immer nur die Neuinfektionen, aber nicht, wie es den Leuten danach wirklich geht. Also wir sollten ja eigentlich einen Post-Covid-Counter auch haben, wenn die da unbedingt immer alles mit Zahlen versehen müssen, wie viele Leute haben denn Post-Covid? Oder
Also da ist für mich ein großes Thema, weil das ich schon sehr wohl in der Praxis auch spüre, dass wir Patientinnen und Patienten dann doch wieder bekommen, aber nicht in den Covid-Bereich natürlich, weil die sind ja wirklich für die Infektion, also die Patienten, die nur infektiös sind, vorgesehen sind. Aber wir sind auch in einem anderen Bereich, also auf meiner Station ist es so, dass wir auch Non-Covid-Patienten betreuen noch, weil wir eine sehr große Intensivstation sind. Und da sind auch Patienten, die eben wiedergekommen sind, weil die Lunge einfach wieder schlechter geworden ist, weil sie einfach nur Atemtherapien brauchen. Also das spürt man jetzt schon und die kommen natürlich in den Zahlen nicht vor. Ja, okay. Michel, Tirol, Pflege, Post-Covid, du bist ja nicht auf einer Ente. Also da muss ich ganz klar die Äußerung stellen, dass ich sicher nicht der ausgewiesene Experte bin für die Post-Covid-Betreuung. Also da würde ich dann den Ball tatsächlich an die Abteilungen weiterspielen, die was sich da durchgehend mit diesen Thematik beschäftigen. Also da muss ich leider passen mit einer Antwort. Okay. Muss ja nicht sein, wir müssen ja auch nicht alles wissen in der Hinsicht, beziehungsweise was weitergeht. Ganz genau. Das ist das Wichtige, glaube ich, in der ganzen Geschichte. Trotzdem fangen wir mal mit einer Frage an, die sicherlich auch interessant ist, die wurde gefragt, warum ist auf den Intensivstationen von Neuerungen so weit entfernt? Warum brauchen Neuerungen so lange auf Intensivstationen? Ich kann es nicht beurteilen, ich bin nicht auf der Intensivstation. Deswegen gebe ich einmal die Frage an die Runde weiter. Brauchen Neuerungen so lang? Und wenn ja, warum? Ich glaube, von der Intensivstation kommen ja die Neuerungen. Also üblicherweise, ich glaube, wir das genau andersrum sehen. Also ich denke, wir sind schon relativ modern unterwegs. Wir haben moderne Therapiestrategien. Wir verwenden die neuen Geräte, die es geben kann. Vielleicht jetzt ist nach jeder Intensivstation gleich. Aber von der Uniklinik, glaube ich, ist die Intensiv so der Vorreiter für die Dinge, die möglich sind. Und das wird es so nicht sehen. Okay. Fragen wir mal die anderen. Also ich würde das auch so sehen wie die Barbara. Also das kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen, weil wir, also was ist dann nicht, was da mit diesen Neuerungen gemeint sind, weil wir haben gerade jetzt im Covid, also in diesem Jahr uns sehr gut abgedatet mit den europaweit auf einer Plattform und da sind wir in Österreich eigentlich wirklich top, was einfach die Art der Therapie und der Pflege anbelangt. Wir haben von Norwegen eine Praktikantin gehabt, die ja durch Norwegen sehr gut arbeiten und die hat gesagt, also wir haben einen sehr hohen Standard, der absolut vergleichbar ist mit Norwegen. Das Einzige, was sie gesagt hat, wo sie den Unterschied sieht, ist einfach, dass wir viel weniger Pflegepersonal haben als wir sie. Mhm. Aber ich bleibe gleich bei Ihnen, weil da eine Frage ist, die Sie sicherlich am besten beantworten können. Der Michel ist da, glaube ich, raus. Ich habe eine persönliche Frage. Ich bin schon lange nicht mehr auf einer Intensiv, war 13 Jahre lang intensivpflegend, bin mitten in der Menopause. Wie halten es Frauen in dieser Phase überhaupt aus, eingeschleust, angezogen, die ganze Zeit Bauchlagerungen mit schweren Patienten zu machen? Ich denke, das ist recht unterschiedlich. Also ich glaube, das hängt schon ein bisschen von der einzelnen Person ab, was ich jetzt aber überhaupt nicht wertend sehen will, sondern wir Menschen sind halt verschieden. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, da bin ich dann ganz erstaunt, die halten das relativ gut aus und lange aus. Ich kann jetzt nur von mir selber sprechen. Ich selber bin gern sportlich unterwegs und kann sehr hart zu mir sein, glaube ich, von dem her. Und habe auch gemerkt, dass ich da, wenn ich da eingeschleust bin, relativ hart zu mir bin. Also ich sehe da eher so schon, dass ich einfach gute Arbeit machen will. Und ich glaube, da geht es auch vielen so, die es auch so dicken, so wie ich das erlebe, dass man sich dann denkt, ja, das muss ich jetzt halt einfach auch aushalten. Dass es anstrengend ist, über das will ich jetzt gar nicht lang berichten, weil das ist einfach völlig klar, dass man, wenn man mit so einer FFP3-Maske wirklich schwer arbeitet, gerade wenn man im schweren Patienten Bauch lagert, das ist keine Frage, man schwitzt, man kann sich nirgendwo angreifen, man kann nicht trinken, man hat das Gefühl, man verdurstet halbwegs hinter der Maske und man ist dann einfach froh, wenn man dann rauskommt und einmal aufs Klo gehen kann und was trinken kann. Das ist anstrengend, das ist überhaupt keine Frage. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich glaube, damit ist die Frage auch aus dem Publikum beantwortet. Dankeschön. Michael, bei dir ganz kurz zurück zu deiner politischen Frage. Du warst ja der Intensivpfleger, der sehr, sehr nahe an der Politik war. Du bist ja auch mit mehrfachen Kontakt und einem Telefonat mit unserem Bundespräsidenten unterwegs gewesen.
Hattest du letztendlich das Gefühl, dass die Politik dann alle Sachen verstanden hat, was da so abgegangen ist oder was du erzählt hast? Oder war das eine PR-Aktion für viele Geschichten? Also zu der Geschichte mit dem Bundespräsidenten, ich muss da tatsächlich dazu sagen, das ist erstens einmal ist das für einen, abgesehen davon, von der Thematik, über die wir uns unterhalten, eine große Ehre natürlich. Und ich glaube, das ist dafür für jeden Österreicher, für jede Österreicherin und für jeden Österreicher was Besonderes, weil zu der Geschichte bin ich da während dem Dienst schnell in einem Nebenzimmer verschwunden und habe da Viertelstunde mit meinem Bundespräsidenten über diese Thematik diskutiert. Also das ist jetzt nichts, was da alltäglich für irgendwem, also das war natürlich was Besonderes, ja ganz klar. Auf die politische Ebene zurück, er ist natürlich nicht der was Strukturen entscheidet, der sich um Kompetenzen beschäftigt, der Pflege- oder Gesundheitspolitik ist ganz viel auch Ländersache. Ich glaube, dass in Summe die Pandemie uns ja nicht nur Negatives beschert hat, sondern auch ein bisschen Positive und auch die Arbeit der gesamten Pflegeberufe ein bisschen mehr wieder aufs Parkett gebracht hat, ja, wenn man das so sagen kann. Was es, glaube ich, jetzt schon gilt, und das muss halt eine Anstrengung von sämtlichen Vertreterinnen und Vertretern, ob das Gewerkschaften, ob das Fachorganisationen sind oder ob das die politischen Fraktionen sind, bis hin zum neuen Gesundheitsminister. Ich glaube, dass wir uns jetzt dann, sobald die Zahlen der Infektionen in einen derartigen Bereich geht, wo wir uns auch wieder anderen Themen widmen können und zum einen an den Tisch sitzen müssen. Und wir haben ja, da hat ja der Bundesminister außer Dienst, Rudi Anschober, hat ja mit der Pflegetaskforce zum Beispiel versucht, den ersten Anstoß zu geben oder hat den ersten Anstoß auch gemacht. Aber jetzt gilt es, diese Dinge, die dort besprochen worden sind, teilweise fixiert worden sind, auch umzusetzen und auf unsere Bereiche, und die Andrea hat das ja auch schon angesprochen, man muss auch im Intensiv-, aber auch im Anästhesiebereich darüber diskutieren, ob die Dinge, die wir tun, nicht tatsächlich einmal in Kompetenzerweiterungen oder wie man das dann auch nennen muss, einmal gegossen werden, weil professionelle Arbeit einfach auch Rahmenbedingungen braucht. Und diese Dinge gehören jetzt natürlich diskutiert und das sehr bald, weil man auch teilweise gesehen hat, wo die Schwachstellen liegen in der Versorgung. Und es muss, egal auf welcher Ebene, ganz sicher zu irgendeiner Evaluation des Ganzen kommen. Und ich hoffe sehr stark, dass durch dieses, auch durch den medialen Push, den man ein bisschen erlebt hat und da das Verständnis ein bisschen gewachsen ist, dass man die Leute, die in den Bereichen arbeiten, auch mit an die Verhandlungstische holt und sagt, okay, wir haben gesehen, das hat nicht funktioniert, was lernen wir daraus für die Zukunft, frei nach dem Motto Try and Error, und was machen wir jetzt mit dem Ganzen? Dankeschön. Ich gebe jetzt die Frage an die Frau Dr. Friesenegg in einer abgeänderten Form wieder. ÖGARI war ja sehr aktiv, auch medial, sage ich jetzt im Großen und Ganzen. Haben Sie als ÖGARI-Mitglied wirklich das Gefühl gehabt, als ÖGARI in alle Entscheidungen, also in Entscheidungen mit eingebunden zu sein, die da politisch stattfinden? Na, wir waren jetzt, glaube ich, nicht in alle Entscheidungen eingebunden, das würde ich so nicht sagen, aber wir haben doch schon immer wieder Gehör gefunden. Also es ist der ÖGARI-Präsident, der Professor Machstaller, der sitzt ja in Wien, er ist ja ein SEC-Chef am AKH. Der hat da, glaube ich, schon einen relativ guten Draht auch ins Ministerium. Wir haben jetzt mittlerweile über Betschert und Kofler eine sehr, sehr aktive Medienabteilung, die uns diese ganzen Posts macht, die uns mit der APA in Verbindung setzt, wo wir eben, ich glaube, man hat uns jetzt wirklich einfach mal auch ein bisschen mehr gesehen durch die Aktivitäten, die wir da gestartet haben vor 2 Jahren jetzt mit dieser Medienberatung, die wir haben. Und ich glaube schon, dass wir versuchen, also wir werden auch jetzt, wenn ich das vielleicht sagen darf, hat jetzt nicht unbedingt was mit Covid zu tun, aber wir versuchen in der neuen Präsidentschaft von Professor Hasibeder zum Beispiel das Thema des Advanced Care Planning und des Schnittstellenmanagements in die Klinik mit der klinischen Perspektivenkonferenz in der Klinik und wieder zurück ins Heim, dass wir da in diesem Bereich auch über die Politik Einfluss nehmen. Und ich glaube, dass über die letzten Präsidentschaften von Professor Lieker, Professor Innerhofer, Professor
Salica, jetzt Marksteller und Hasibäder, dass da so diese Verbindungen, die wir mittlerweile ins Ministerium haben, auch von der Fachgesellschaft aus, dass die schon gut sind und dass wir uns, sagen wir mal, zumindest wesentlich bemerkbarer machen als noch vor 10 Jahren und dass wir vielleicht damit auch den nötigen Einfluss kriegen und Dinge zum Positiven verändern können. Das wäre mein großer Wunsch. Und ich denke schon, dass man uns auch immer wieder zugehört hat. Das glaube ich schon. Frage ich ganz frech als Nichtsahnender sozusagen, es sind ja bei der ÖGARI eigentlich nur Ärzte drinnen oder Primärärzte drinnen. Wäre das nicht eigentlich perfekt, wenn man gerade im Intensivbereich Pflege und Ärzte als Fachgesellschaft gemeinsam subsumieren würde, um noch mehr Power zu haben? Das ist eine super gute Idee und genau das haben wir vor. Also es ist schon geplant und der Michael weiß es. Also wir werden aktiv jetzt eine Gruppe von Pflegeleuten als eigene Gruppe in der ÖGARI mit einbauen in der ärztlichen Fachgesellschaft. Es ist richtig, die ÖGARI ist eigentlich eine ärztliche Fachgesellschaft, aber gerade die Zusammenarbeit mit der Pflege macht die gute Qualität und das gute Outcome aus. Und deswegen haben wir gesagt, wir haben ja in Innsbruck schon lange einen Kongress, den ich übernommen habe von Professor Hasibäder in der Organisation, der auch mit Ärzten und Pflegen gemeinsam abläuft. Also es ist uns eigentlich ein großes Anliegen, dass wir diese Interessen vereinen, dass wir auch gemeinsam stärker kämpfen können. Deswegen bin ich nachher auch zumindest in beratender Funktion bei der BAK mit dabei, bei der Bundesarbeitsgemeinschaft der Pflegekräfte, weil mir das unglaublich wichtig ist, dass wir gut zusammenarbeiten, weil ich glaube, Qualität in so einem Hightech- und High-Wissensbereich wie die Anästhesie und Intensivmedizin und auch die Notfallmedizin ist, der ganze Bereich, der da dazugehört, einfach die Schmerzmedizin, alles was die Palliativmedizin, um alle diese Schienen der Anästhesie zu erwähnen, das ist einfach diese gute Zusammenarbeit mit der Pflege extrem wichtig und der Michael kennt das Projekt schon und also wir sind dabei, die Pflege aktiv in die ÖGARI mit einzubauen. Sehr gut. Das heißt, eigentlich nimmt man eigentlich etwas, was schon in der Hospiz- und Palliativcare Usus ist und kommt jetzt dann auch auf die Intensivpflege. Können wir ja, das so unter der Präsidentschaft von Professor Hasibäder wird das implementiert werden jetzt, ja. Mein Herz geht auf, das klingt super. Ja. Ich darf Sie noch ganz kurz eine medizinische Frage fragen, die da drinnen ist. Ist dann PIMS eigentlich auch ein Post-Covid-Syndrom, welches mit den Mikrothromben letztendlich zu einem Multiorganversagen führt? Also ich muss jetzt sagen, ich bin kein Kindermediziner und ich habe in meinem Leben eigentlich nur ganz kurz in meiner Ausbildung Kinder behandelt und bin deswegen da sicher keine Fachfrau, um diese Frage zu beantworten. Wenn ich mir aber das Virus anschaue, ist es dem Virus, glaube ich, völlig wurscht, ob es jetzt bei einem Erwachsenen an den ACE2-Rezeptor andockt oder bei einem Kind. Und ich denke auch, dass es, sage jetzt nichts Falsches, bei Kindern zu einer Inflammation kommt, die systemisch ist, die sich im Gefäßsystem abspielt und Inflammation im Gefäßsystem führt immer zu Mikrothrombosen. Und wir wissen ja, dass Kinder jetzt einfach schon weniger betroffen sind, aber es gibt natürlich auch kranke Kinder mit Covid. Und ich denke, dass die Erkrankungsschwere sehr wohl auch von dieser Mikrothrombosenbildung abhängt. Aber also wie gesagt, ich kann jetzt einfach in der Kindermedizin dazu leider einfach weniger sagen, weil ich mich da wirklich noch gut auskenne. Das ist auch schon mal eine theoretische Aussage, ist schon mal sehr gut. Aber bleiben wir bei dieser Altersfrage. Ich gehe mal nochmal zu Frau Dax. Am Anfang hat man immer nur gehört, nur alte Menschen auf der Intensivstation. Wie hat sich denn das über das Jahr bei Ihnen in Salzburg verteilt? Ist das dann weiterhin primär auf Älteren geblieben? Ist es runtergegangen? Wie schaut jetzt die Situation aus? Ja, ich glaube, das hat man in die Medien gehört und das kann ich auch nur bestätigen, dass eben in der ersten Welle natürlich ein älteres Patientengut vorhanden war. Vielleicht haben sie auch die Impfungen niedergeschlagen oder vielleicht war es auch die britische Variante, dass einfach viel mehr jüngere Patienten sind. Es hat sich einfach verlagert. Man kann so sagen, dass im Schnitt die Patienten zwischen 45 und 65, würde ich jetzt mal sagen, und dann haben wir schon noch immer ein paar Ausreißer wie 23-Jährige, 30-Jährige haben wir dann immer wieder auch dabei. Und die genauso einen schweren Verlauf haben, also es macht oft überhaupt keinen Unterschied, was das Alter anbelangt. Also das ist auch wirklich sehr erschreckend, finde ich. Und das macht auch was mit der Pflege selber. Ich habe es also selber bei mir gemerkt, dass es einfach von dem her schon an mehr mitnimmt, wann eben die Patientinnen und Patienten einfach jünger werden. Mhm. Ja, Michael, wie war es in Tirol?
Ja, in der ersten Welle, also ich war in der ersten und in der zweiten Welle noch aktiv bei der Betreuung, mehr noch in der zweiten Welle. Aber man hat dann im zweiten hohen Verlauf auch gesehen, dass tatsächlich das Durchschnittsalter der Patientinnen und Patienten tatsächlich gesunken ist. Ja, das kann ich so bestätigen. Wie es momentan an den Intensivstationen aussieht, alterstechnisch oder der Altersdurchschnitt, kann ich leider nicht beantworten. Vielleicht die Frau Dr. Friesenegger. Generell ist es so, dass die Patientinnen sehr viel jünger geworden sind. Man muss auch sagen, die Alten sind vielleicht auch mittlerweile schon mehr geimpft, dass die vielleicht nicht mehr so anfällig sind und passen auch besser auf sich auf. Also der Altersschnitt ist deutlich gesunken. Und man muss sagen, dass die jüngeren Patienten auch deutlich schwer krank sind. Also die Mutationen, der Professor Hasebeder in Sams zum Beispiel schaut jeden positiven Virusbefund an, welche Form des Virus es ist, welche Mutation. Und man hat durchaus schon den Eindruck, dass schon in der Welle im Herbst die Mutationen da waren, die die Patienten krank gemacht haben. Es ist im Herbstalter ja schon deutlich runtergegangen. Und da gibt es also deutliche Korrelation, jüngere Patienten und auch jüngere Patienten wirklich schwer krank. Okay. Was passiert jetzt, wenn wir jetzt diese 75-prozentige Durchimpfungsrate, die wir ja bräuchten, um das eigentlich abzustoppen, was ist, wenn wir die nicht erreichen? Spielen wir das jetzt jedes Jahr weiter? Was ist so Ihre Befürchtung, Frau Doktor? Oder was sind so Ihre Prognosen? Ja, also wenn wir uns jetzt mal noch die Grippe kurz anschauen. Bei der Grippe lassen sich ungefähr 10% der Leute impfen. Und wir haben immer wieder bei uns in Innsbruck auf der Intensivstation, würde ich sagen, so zwischen 2 und 4 Grippetote im Jahr an der Herz-Lunge-Maschine, auch junge Leute. So, und gerade bevor Covid aktuell geworden ist, im Februar letztes Jahr, noch eine 23-jährige Patientin an einer Influenza B verloren, an der Herz-Lunge-Maschine mit einer völlig zerstörten Lunge. Also, sagen wir, ich würde sagen, wir müssten versuchen, Corona durchzuimpfen und in diese 75% Impfquote reinzukommen, damit dieses Virus spontan zurückgehen kann. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden. Und was wir wissen ist zum Beispiel, wenn man sich Brasilien anschaut, das Virus, da geht man davon aus, dass die Bevölkerung zu über 70% durchseucht ist. Das heißt, da waren so viele Leute krank und auch die Dunkelziffer so hoch, dass man glaubt, dass die den nötigen Durchseuchungsgrad erreicht haben, dass das Virus weg sein müsste. Aber man sieht, dass wieder ganz viele Leute tot und sterbenskrank sind. Was passiert ist, das Virus macht eine sogenannte Fluchtmutation. Das heißt, wenn im Endeffekt der Körper und die körpereigene Abwehr ist offensichtlich sehr viel spezifischer noch auf das Virus, das einen anfällt, als die Impfung, dann haben wir das Problem, dass wenn wir mit unserer eigenen Abwehr, wenn dann die Variationen kommen, die Mutationen kommen, dass wir dann gegen die nicht geschützt sind, obwohl wir Covid-krank waren. Das heißt, es müssen sich auch die an Covid erkrankten Menschen impfen lassen, damit sie die Mutationen gut abwehren können. Das ist mal ein Thema. Also ganz wichtig, auch wenn man krank war, muss man es auch impfen lassen, frühestens in einem halben Jahr und nur einmal, so wie es jetzt aussieht. Und es ist ein bisschen im Wettlauf mit der Zeit. Wenn wir es jetzt noch schaffen, sehr schnell zu impfen, dann entstehen gleichzeitig immer mehr Mutationen und die sind wiederum für den Impfstoff dann wieder schwerer erwischbar. Das heißt, wir werden im Herbst unter Umständen schon einen modifizierten Impfstoff brauchen, um die ganzen Mutationen abzudecken, die jetzt über den Sommer entstehen. Weil das Virus relativ schnell mutiert, ungefähr 10-mal langsamer als das Grippevirus, aber dennoch so. Und es wird so ausschauen, dass wir wahrscheinlich so wie beim Grippevirus auch, das wissen wir ja alles noch nicht, weil die Zeit einfach noch kurz ist, dass wir zumindest mal jährlich immer wieder auch impfen müssen, um diesen Schutz zu erhalten und nicht, oder zumindest die Impfung verhindert ja nicht, dass wir krank werden, aber sie verhindert, dass wir schwer krank werden, so wie es jetzt momentan ausschaut, was wir von den Impfungen wissen. Es gibt diese Durchbruchsinfektionen, die man jetzt bisher beim BioNTech-Pfizer-Impfstoff sieht, wobei das auch der Impfstoff ist, der am meisten verimpft worden ist und es unfair ist, es mit Astra oder mit Johnson & Johnson zu vergleichen, die sehr viel weniger impft worden ist und wo man jetzt bei Astra auch die zweite Impfung noch gar nicht so oft hat, also mit dem Vollschutz nach der zweiten Impfung bei BioNTech sieht man Durchbruchsinfektionen immer wieder mal.
Also wir sind da, man muss sagen, man weiß einfach noch zu wenig, aber ich würde schon sagen, dass wir mindestens einmal im Jahr nachimpfen müssen, dass wir versuchen müssen, diese 75% durch Impfungsrate zu erreichen, weil nur so können wir diese Mutationsentwicklung stoppen, die uns dann immer wieder dazu bringt, dass die eigene körpereigene Abwehr nach gut wirkt und die Impfstoffe unter Umständen auch nach gut wirken. Also es ist schon relativ komplex und was wichtig ist, wir müssten jetzt einfach schnell impfen. Das heißt, wenn wir aber Pech haben im Großen und Ganzen, so wie Sie gerade gesagt haben, kann es uns passieren, dass die Leute, die am Anfang des Jahres geimpft worden sind, eventuell im Herbst wieder impfen gehen müssten, wenn wir Pech haben. Ja, unter Umständen. Also das wird man sehen. Das Problem ist ein bisschen, wir brauchen üblicherweise, um einen Impfstoff zu entwickeln und diese Erfahrungen zu sammeln, 10 Jahre, wo es dann wissenschaftliche Daten dazu gibt. Und das erleben wir jetzt gerade alles live an den Menschen, denen wir es jetzt halt so versuchen müssen, weil sonst einfach sehr viele sterben würden. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil das ja üblicherweise nicht der normale Weg ist, wie wir mit Impfungen umgehen. Also das ist ja ganz neu, dass wir das jetzt so machen. Und man muss auch einfach go with the flow. Man muss einfach ein bisschen schauen, wie sich das entwickelt, während man es macht, weil man auch keine andere Möglichkeit hat. Aber ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist und es ist völlig wurscht, mit welchem Impfstoff. Man muss jetzt möglichst schnell möglichst viele impfen, damit das Virus wenig Chancen hat, Mutationen schnell weiterzuentwickeln, auf die dann unter Umständen die jetzigen Impfungen auch nicht mehr gut gehen. Was man weiß, dass die körpereigene Abwehr von dem ersten Stamm im März unter Umständen nicht gut auf die Mutationen geht. Okay. Das heißt, noch ein langes ein Thema, das uns noch eine Zeit begleiten wird, um das jetzt ganz diplomatisch auszudrücken. Ja. Frau Dax, fangen wir mit der Endrunde an. Was würden Sie sich für die Intensivpflege wünschen? Gute Frage. Was würde man wünschen? Ich würde mir schon wünschen, was ich schon eingehend gesagt habe, dass einfach diese Kompetenzen, die wir haben, einfach verankert sind, also dass da einfach sich gesetzlich was tut. Ich würde mir auch für die Intensivpflege wünschen, dass wir immer genügend Personal haben, dass wir genügend Zeit haben, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzuschulen. Das war jetzt in der Pandemiezeit sehr, sehr schwierig für uns, weil wir das dann nebenbei haben machen müssen und das haben wir dann auch diese neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leidgetan. Ich wünsche mir auch für die Intensivpflege einfach, dass sie das Ganze wieder normalisiert, dass wir wieder normal unserer Profession nachgehen können. Das wäre mal so das nächste Ziel, was ich gern hätte oder was ich für meine Zukunft mal wünschen würde. Ja, und einfach auch, dass es genügend Leute gibt, die sich entscheiden, einfach überhaupt in die Pflege zu gehen. Also das macht mir auch ein bisschen Angst, dass einfach dieser Personalmangel, der sich ja jetzt schon zeigt und der was sicher noch schlimmer wird, dass sie das irgendwie managen lässt. Mhm. Dankeschön. Michael, ich gebe gleich weiter an dich. Ja, ich darf mich da nahtlos an das, was die Andrea Dax gesagt hat, anschließen. Ich subsumiere das mit der Aussage und das bitte nicht nur auf den Intensiv- oder Anästhesiebereich zu sehen, sondern wenn wir über Pflege sprechen, dann wäre es cool, wenn wir auch mit den Menschen aus der Pflege sprechen und nicht nur drüber. Das ist mein erster Wunsch und was jetzt dann, wenn wir in der Abschlussrunde sind, und das möchte ich ganz klar jetzt bitte noch allen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, trotz der großen Herausforderungen, die wir in diesen Bereichen im letzten Jahr über uns ergehen haben lassen oder immer noch konfrontiert sind, es sind nicht nur wir, die da großartige Arbeit leisten, sondern auch eben, wie ich es schon kurz erwähnt habe, die vor- und nachgeschalteten Bereiche, das ist das eine. Und das andere, Intensivpflege und auch die Anästhesiepflege ist ein extrem cooler Job. Also ich kann auch den Studierenden, die eventuell online sind oder auch Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen es nur ans Herz legen, kommen Sie zu uns, schauen Sie sich die Bereiche an. Es ist extrem spannend. Wir arbeiten mit den Medizinerinnen und Medizinern in höchster interdisziplinär zusammen. Es ist ein Miteinander. Es ist ein super, super, super cooler Job. Und ich mache da jetzt einfach ein bisschen Eigenwerbung, weil die Andrea vom Personalmangel gesprochen hat. Kommen Sie vorbei, schauen Sie sich das an. Es ist am Anfang sehr komplex, aber man lernt, man kann es gut lernen und man kann extrem viel Gutes bewegen und dann ist es ein richtiger cooler Job. Und das möchte ich so denn trotz der ganzen, wie soll ich sagen, Herausforderungen und über die wir jetzt diskutiert haben, das möchte ich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben.
Frau Dr. Friesenecker, was würden Sie sich wünschen für die Intensivpflege, aber auch für die Palliativmedizin, Intensivmedizin? Was wäre so subsumierend so Ihr Wunsch ans Gesundheitswesen? Ja, also ich denke, ich kann auch mal erstens der Andrea und den Michael komplett anschließen. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir diese Zusammenarbeit zwischen hochqualifizierter, hochprofessioneller Arbeit der Pflege und auch unserer Ärztinnen, dass das immer besser wird, immer intensiver wird, dass wir im Sinne der Patientinnen, die wir gemeinsam betreuen, Großartiges weiter leisten können, viele Menschen in ein gutes Leben zurückbringen können, in ein qualitätvolles Leben zurückbringen können, dass wir aber auch, und da kommt die Palliativmedizin wieder ins Feld, anerkennen, dass das Leben endlich ist, dass jeder von uns mal sterben muss und dass wir besser erkennen, wenn es Zeit ist, das Sterben zuzulassen, auch auf einer Intensivstation und damit auch auf einer Intensivstation dieses gute Leben am Ende des Lebens ein bisschen mehr steuern können, dass für uns das Sterben zu einem Thema wird, über das wir uns reden trauen, dass wir Sterben in der Gesellschaft wieder mehr zum Thema machen, dass wir das gute Leben am Ende des Lebens als Thema bekommen und Menschen ihre Wünsche und Wertvorstellungen besser mit ihren An- und Zugehörigen diskutieren, Patientenverfügungen machen, Vorsorgevollmacht machen, dass wir auf der Intensivstation besser wissen, was sich Menschen wünschen, wenn sie nicht für sich selbst sprechen können, dass sie uns auch die Personen benennen, die ihre Vertrauenspersonen sind und wir dann mit diesen Personen besprechen können, was der mutmaßliche Wille ist, wenn man den Menschen, der da krank liegt, selber nicht fragen kann. Also, dass wir diesen ganzen Kommunikationsprozess rund um das Ende des Lebens in Gang kriegen, ganz allgemein gesprochen. Und jetzt in Bezug auf Covid würde ich mir wünschen, dass wir aus dieser Situation herauskommen, die für uns alle wahnsinnig anstrengend ist. Wir haben alle seit März keine Pause gehabt. Es ist die Sommerpause, die wir sonst manchmal so ein bisschen haben, ausgefüllt gewesen mit Nachholarbeiten aus dem März, die dort nicht stattgefunden haben, weil Covid-Arbeit war und nahtlos in die zweite Welle übergegangen. Jetzt waren wir in der dritten Welle, sind in der dritten Welle, es wird gerade besser, wir impfen. Also, dass wir diese Situation allmählich wirklich in eine Entlastung kriegen für alle Teams, für die ärztlichen Teams, für die pflegerischen Teams, auch für alle anderen, die in dieser Situation sehr viel intensiver arbeiten müssen und dass wir nie in diese Triage-Situation kommen. Es werden unter Umständen Pandemien mehr an die Tagesordnung kommen, weil die Welt kleiner wird, weil wir zusammenrücken, weil diese Ausbrüche für mich nicht dabei bleiben werden, dass wir jetzt Covid haben und in den nächsten 50 Jahren nie mehr wieder was anderes. Also ich denke, es können auch andere Dinge kommen, dass wir es immer schaffen, nie triagieren zu müssen und auswählen zu müssen, wer etwas bekommt und wer etwas nicht bekommt, obwohl er eine Chance hätte. Also, dass wir aus diesem Themenkreis ein bisschen herauskommen und dass wir insgesamt wieder zurückfinden zu einer menschlichen Medizin, wo man über das Sterben reden darf, wo das Sterben dazugehört und wir wieder eine Kultur entwickeln, ein gutes Leben am Ende des Lebens mit einer menschlichen Medizin zu machen. Das wäre mein großer Wunsch. Super, Dankeschön. Ich mag noch zum Abschluss eine Frage beantworten. Ich glaube, dass ich diese Frage ganz gut beantworten kann. Denken Sie, dass in und auch außerhalb von Pandemiezeiten Journalisten über Gesundheitsdaten berichten dürfen oder das explizit nur Gesundheitsexperten machen sollten? Ich mache es jetzt ganz frech. Ich glaube, dass gute Journalisten auch Gesundheitsexperten sein können, umgekehrt, wenn sie nämlich beides involviert haben, zum Beispiel Pflegeperson plus Journalist. Ich mag Ihnen dann nochmal die kostenfreie Ausgabe, Intensivpflege, Intensivmedizin vom letzten Mal zur Verfügung, also zeigen. Sie können die gratis runter, also kostenfrei runterladen bei uns auf www.pflege-professionell.at, weil alle unsere Magazine kostenfrei sind und gratis für die Fachwelt zur Verfügung stellen. Das ist jedes Mal 100 Seiten und da haben wirklich ganz, ganz tolle Intensivpersonen geschrieben. Es wird auch hoffentlich nicht die letzte Intensivausgabe sein. Ich werde dann noch den Herrn Urschitz bezirzen mit ein, zwei Bier, dass er vielleicht dann nochmal so eine Runde ins Leben ruft. Ich sage danke fürs Zuhören. Es gibt in 2 Wochen dann das Thema ANP, Advanced Nursing Practice, im Bereich Onkologie. Da gibt es gerade die Breast Care Nurse, die Liver Care Nurse, ganz, ganz tolle Geschichten, die ich mit Ihnen Experten wieder vorstellen möchte. Herzlich eingeladen. Alle Personen, die sich ganz normal angemeldet haben mit E-Mail-Adresse, bekommen am Wochenende eine Teilnahmebestätigung, dass sie an einem wissenschaftlichen Science, also an einem Science Talk mitgemacht haben. Das können Sie dann als Fortbildung auch einreichen. Es sind 2 Stunden
und ich würde mich freuen, dann beim nächsten Mal Sie wieder alle begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank an die Frau Dr. Friesenecker, an die Frau Dax, an den Herrn Urschitz, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es ist eine totale Bereicherung. Wir werden das ganze Video wieder bereitstellen und dann bei uns in YouTube hochladen, falls Sie jemanden kennen, der sich rückwirkend anschauen möchte. Es waren ganz, ganz tolle Antworten dabei und einen wunderschönen Abend. Ihr Markus Goller, Pflegeprofessionell und die Fachhochschule Krems. Einen schönen Abend. Tschüss. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. Alles Dankeschön. Gute euch allen. Euch auch.